Seid gegrüßt zusammen. Mein Name ist David Lichtenegger. Ich wünsche euch Frieden Gottes, den Frieden Gottes im Namen Jesus wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Bibelstunde heute. Heute ist ein sehr interessanter Vortrag für viele und ich nehme an, den werden auch viele Nichtchristen schauen. Und ich lade euch herzlich ein, diesen Vortrag bis ans Ende zu schauen, auch wenn manche vielleicht meinen, sie wissen einige schon oder ach, das kenne ich schon. Schaut es euch einfach an, kann für viele Erkenntnis bringen, vor allem kann er sehr viel Licht in unsere Gesellschaft bringen. Und das ist ja auch einer der Auftrag eines jeden Christen, dass wir das Licht der Welt sind. Gut, bevor wir heute beginnen, möchte ich erstmal beten. Heiliger Vater, Gott Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesus für diesen Tag, Vater. Und ich bitte dich, dass du jetzt, ich bitte dich, Vater und dich, Jesus, dass ihr jeden Einzelnen jetzt mit dem Heiligen Geist berührt, der dir das Video schaut. Und ich bitte euch, dass ihr ihn in Liebe und Friede jetzt empfinden lasst. Dass sie jetzt einfach euch wahrnehmen auf irgendeine Art und Weise. Dein Wille soll geschehen, Gott Vater und Gott Jesus und Gott Heiliger Geist. Und ich bitte euch, dass ihr die Herzen öffnet. Ich bitte dich, Gott, dass du die Herzen öffnest von jedem, der das schaut. Öffne die Herzen und öffne auch ihren intellektuell, dass sie es verstehen, falls irgendetwas neu ist für sie, dass sie es gut geistig verstehen können. Und hilf auch mir, dass ich hier wirklich klare Worte, klare, direkte Worte habe und eine einfache Sprache, dass man es wirklich, dass es leicht verständlich ist für viele, die sich gar nicht damit auskennen. Und ich bitte dich, Gott, wirklich, dass du jeden damit segnest und dass dieses Video auf dieser ganzen Erde freisetzt, dass es Menschen freisetzt, dass Menschen, die gefangen sind von diesen pädophilen Neigungen, diese zwangspädophilen Neigungen, dass wirklich freikommen davon, dass heute hier wirklich Wahrheit gesprochen wird und Freisetzung stattfindet. Ich danke dir, Gott Vater, und dir, Gott Jesus, danke für und dir, Gott Heiliger Geist, danke für, was ihr uns getan habt. Ich danke dir, Vater, und ich danke dir, Jesus, und ich danke dir, Heiliger Geist. Im Namen von Jesus bitte ich euch, dass ihr jeden segnet, der das Video schaut. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gut, liebe Geschwister und liebe Zuschauer da draußen, ich stelle euch mal das Thema vor. Es ist heute ein sehr heikles Thema und ich habe mich jetzt sehr viel damit beschäftigt und den Auftrag, den gab Gott mir circa vor ungefähr 3 Wochen, ungefähr, also so um den Schnitt zwischen 2 bis 4 Wochen, so um den Dreh, hat Gott mir diesen Auftrag gegeben und ich habe den Vortrag, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, mit diesem Vortrag sehr viel Forschung auch betrieben und fangen wir heute mal an. Ich hoffe, es ist für jeden leicht erständlich. Dieses Video besteht aus 2 Elementen. Wir haben einmal ein theoretisches Element, das heißt, das wird am Anfang sehr und am Ende kommen wir in den praktischen Teil, wo dann, wenn jemand von dieser Pädophilie betroffen ist, Heilung erfahren kann. Halleluja dafür. Gut, ich stelle euch mal das Thema vor. Das Thema der heutigen Online-Bibelschule ist Pädophilie ist heilbar. Gut, wenn der Titel heißt Pädophilie ist heilbar, dann gehe ich offenkundig aus, dass es bis jetzt nicht heilbar ist oder auf jeden Fall ist die Meinung halt vertreten. Und es ist tatsächlich so, dass die Wissenschaft heute, die moderne Wissenschaft, ist der Annahme, dass Pädophilie im Moment nicht heilbar ist. Das heißt, es gibt gewisse, wir werden dann auch mal darüber reden, es gibt gewisse Projekte, wie zum Beispiel kein Täter werden. Das heißt, es gibt gewisse Projekte, wo Menschen, die dieses Problem haben, ja, teilnehmen können und sie lernen quasi damit den Gefühlen umzugehen, sie lernen Verantwortung zu übernehmen für ihre Handlungen. Und diese Dinge sind natürlich wichtig, doch letztlich endlich sagen heute auch Menschen, die eben betroffen sind von dieser Pädophilie, es ist halt nicht heilbar, sie werden diese Neigung nicht los, sie lernen zwar damit besser umzugehen im Leben und viele von ihnen sagen auch, sie sind kein Täter geworden bis jetzt. Auf jeden Fall ist es wirklich ein sehr weit verbreitetes Phänomen und es ist, ich finde, ich bin Gott wirklich dankbar. Wir sollten alle dankbar sein, dass Gott heute hier Offenbarung schenkt, dass er auch die Heilung schenkt, dass er wirklich hier Wissen in diese Welt setzt, wo viele wirklich ahnungslos sind und die Wissenschaftler auch im Dunkeln tappen, weil sie leider die Sache materialistisch angehen und ihnen fehlt einfach die spirituelle Komponente, aber dafür sind ja eben die Christen zuständig auf dieser Erde. Das heißt, gut, schauen wir uns jetzt mal an. Wichtig ist heute, wir werden auch heute Fragen durchgehen. Ich zeige euch jetzt dann gleich die Fragen. Wir werden, ich stelle euch jetzt einfach mal die Fragen vor, die werden wir heute durchgehen in diesem Video, die eben wichtig sind bei dem Thema Pädophilie. Und ich habe da wirklich auch, ich habe auch Dokus angeschaut, ich werde schauen, dass ich wahrscheinlich in die Kommentarbox am Ende dann irgendwie Dokus noch verlinkt, dass ihr die anschauen könnt. Es gibt sehr wichtiges Material, das man dazu wirklich anschauen kann, damit man beide Seiten wirklich verstehen lernt. Weil wir haben hier, wenn wir von Pädophilie sprechen, haben wir es hier nicht nur mit einem Menschen zu tun, der eben diese sexuelle Neigung hat,
sondern wir haben auch hier auf der anderen Seite zu tun mit den Kindern auf dieser Erde, die dann betroffen werden könnten. Ich werde euch heute noch aufklären, dass Pädophilie und Kindesmissbrauch nicht genau das gleiche ist und dass viele Pädophile zum Beispiel eben gar nicht Täter werden, aber das werden wir darauf eingehen noch. Ich stelle euch jetzt einmal einige Fragen vor, die ihr dann für der eine oder andere wird sie vielleicht stellen. Ich hoffe, wir können heute die Fragen empfand ich jetzt für sehr wichtig und wir werden sie heute mal durchgehen. Eine Frage ist natürlich, was ist Pädophilie? Welche Menschen können davon betroffen sein? Dritte Frage, kann jeder Mensch davon geheilt werden? Vierte Frage, ist diese Heilmethode neu? Fünfte Frage, kostet sie was? Sechste Frage, Verzeihung, kann sich jeder behandeln lassen? Siebte Frage, wann tritt die Heilung ein? Achte Frage, wie entsteht diese Neigung? Sehr eine wichtige Frage. Neunter Punkt, wieso hat die Wissenschaft bis jetzt die Ursache noch nicht herausgefunden? Gut, da habe ich euch schon ein bisschen vorgegriffen auf diese Frage, eben weil die Wissenschaft eben diese Sache materialistisch rangeht. Und als Christen gehen wir die Sache natürlich spirituell dran. Und also es gibt natürlich auch materialistische Antworten, aber in diesem Fall ist es eine spirituelle Antwort, die wir hier benötigen. Und zwar, wenn ich von Pädophilie spreche, dann spreche ich jetzt von Pädophilie von Menschen, die wirklich diese Zwangsneigungen haben und nicht Menschen, die sich wirklich da freiwillig für Kinder interessieren, was die sexuelle Neigung angeht, sondern wirklich, dass sie quasi gezwungen sind. Dass es wirklich etwas Unnatürliches ist oder etwas, oder sagen wir so, etwas, was sie gar nicht wollen. Davon, von diesen Dingen rede ich heute. Das ist wichtig. Gut, wir werden nachher mal die Fragen dann in Ruhe eingehen. Fangen wir doch mal an mit der ersten Frage. Ich habe mir hier etwas notiert. Ich werde euch das jetzt einfach mal dann vorlesen, liebe Geschwister. Wir werden euch heute, und liebe Zuschauer, wir werden auch dann mal schauen, was so Statistiken sagen, wie viele Menschen davon so ungefähr betroffen sind. Wir werden uns das einfach mal so ein bisschen anschauen. Also was jetzt zum Beispiel Kinder, wie Kinder betroffen sind. Wir werden es jetzt mal in Ruhe durchgehen und ich hoffe, dass es wirklich für jeden wissenswert ist und dass ich kann dir auch jedem raten, dass wenn du jetzt jemand bist, der betroffen ist von dieser pädophilen Neigung, heute kann dir geholfen werden. Das ist die frohe Botschaft heute. Halleluja, denn das Evangelium von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft. Vorab möchte ich gleich sagen, ich gehöre keiner bestimmten Konfession an, ich bin kein Katholik, ich gehöre nicht der evangelischen Kirche an, der katholischen, den Baptisten oder irgendeiner bestimmten Freikirche. Ich bin einfach ein Christ, ich folge dem Herrn Jesus Christus, ich lebe mit Gott und mein Herzenswunsch ist natürlich, dass alle Menschen gerettet werden und dass wirklich die Menschen Heilung erfahren und Heilung ist da. Und ich werde euch heute auch sagen, wie diese Sache geheilt werden kann, wenn wir jetzt von Pädophilie sprechen. Von eben der Definition, die ich euch heute genannt habe, wie natürlich Heilung stattfinden kann. Und ich möchte auch an alle Opfer, wenn du jetzt jemand bist, der das schaut, und ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die eben Opfer von der Pädophilie quasi waren. Und daher ich möchte zu beiden Seiten nun sagen, mein Leben selber, aber ich werde euch nachher nochmal erzählen, mir selber konnte nur Gott helfen, diese ganze Kindheit und all diese Dinge zu verarbeiten und wirklich wieder Liebe in mein Herz haben. Und es ging dann so weit bei mir, dass ich sogar all die Gewalt, die ich erlebt habe, dass derjenige, der mir die Gewalt angetan hat, wirklich aus reinem Herzen vergeben konnte. Und es war aber nur bei Gott möglich, also nur die Liebe Gottes. Gut, schauen wir nochmal ein, gehen wir auf die erste Frage drauf ein. Was ist Pädophilie? Die Wissenschaft würde sagen, es ist eine sexuelle Präferenz, das heißt eine sexuelle Neigung. Wenn wir also von einer sexuellen Präferenz, wenn von sexuellen Präferenzen die Rede ist, dann reden wir von sexuellen Neigungen, wozu du sexuell dich quasi hingezogen fühlst. Ein Pädophiler ist in dem Sinne hingezogen sexuell zu Kindern, meistens vorpubertäre Kinder. Pädophilie ist also die Neigung vom sexuellen Verkehr mit Kindern, für gewöhnlich mit Kindern, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Die derzeitige Wissenschaft, wie ich schon eben erwähnt habe, hat keine Ahnung, was die Ursache für diese Art der sexuellen Präferenz ist. Das heißt, sie weiß halt natürlich nicht, wie es heilbar ist. Die Wissenschaft, sie kann es im Moment noch nicht heilen und die Wissenschaft weiß auch nicht, was die Ursache dafür ist im Moment. Und sie haben leider dafür eben keine Heilmethode bis jetzt gefunden, um diese Menschen, die eben von diesen pädophilen Gedanken und diesen Neigungen quasi betroffen sind und diesen Kleinkindern eben, die eben hingezogen sind zu diesen Kindern, da gibt es eben noch keine vollständige Heilung. Was allerdings getan wird, ist unter anderem das Projekt der Berliner Charité, ist ein großes Krankenhaus auch, und zwar haben die ein Projekt, und zwar kein Täter werden. Ich habe mich jetzt wirklich damit beschäftigt und ich fand einige Dinge wirklich sehr gut, was sie da tun.
Allerdings in diesem Projekt lernen die Menschen halt eben damit umzugehen, dass sie eben sagen, okay, ich lerne Beispiel umzugehen, wie lebe ich mein Leben weiter, wenn ich diese Neigung habe. Was kann ich tun, damit ich auch Beispiel nicht Täter werde und solche Dinge nehme ich. Das heißt natürlich, dieses Projekt ist in gewissen Aspekten wirklich gut, aber es hat natürlich auch seine Grenzen und natürlich ist der Punkt da, dass die Leute, die beispielsweise kein Täter werden, ich werde euch heute auch mal zwei Zeugnisse vorlesen, das heißt, Pädophilie ist eine sexuelle Neigung. Alles, was die Wissenschaft bis jetzt also getan hat, ist schon mal besser als gar nichts natürlich und wir können dankbar sein für alle Menschen, die sich einsetzen, dass beide Seiten geholfen wird, dem Täter wie dem Opfer. Doch bei all dem Fortschritt ist es zumindest, was den Täter angeht, so, dass diese Maßnahmen wie Krücken wirken. Das heißt, diese Dinge sind natürlich in gewissem Aspekt okay. Ja, diese Menschen natürlich sind hier kostbare, wichtige Menschen, die dieses Problem haben. Die müssen ja auch schon, dass sie den Alltag wieder bewältigen können. Viele von ihnen können keine normalen Beziehungen mehr haben, können keine Beziehungen, wenn es jetzt einen Mann betrifft, Beispiel, kann er keine normale Beziehung haben oder er kann einfach keine normale gottgegebene Beziehung mit einer Frau dann haben, auch was die Sexualität und all diese Dinge angeht, weil da eben diese Dinge da sind. Das mag vielleicht nicht auf alle zutreffen, aber es ist bei einigen nun mal so, dass diese Dinge, diese ganzen Projekte, die da auch gestartet werden, sind halt wie Krücken. Sie unterstützen dich, ja, aber das heißt, Gott hat ja vorgesehen, also Gott hat in der Natur vorgesehen, sagen wir es so, dass wir eben mit beiden Beinen laufen, ohne Krücken. Und so ist es natürlich auch, dass diese Menschen sind heilbar, es ist heilbar und sie sollten eben nicht, sie brauchen da keine Krücken, sondern sie brauchen einfach eine komplette Heilung, damit sie diese Krücken gar nicht mehr brauchen. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich nicht sagen, dass diese Dinge schlecht sind. Im Gegenteil, so wie ich das bis jetzt bei meinen Forschungen gesehen habe, hilft es wirklich den Menschen in einem gewissen Rahmen. Und da sind wir auch dankbar dafür, für jede Liebe, die in diese Welt gesetzt wird. Wenn es wirklich den Menschen da hier weiterbringt, können wir echt dankbar sein. In diesem Vortrag möchte ich also heute das fehlende Bindeglied vorstellen. Ich gehe auch davon aus, dass der eine oder andere Christ heute noch was lernen kann, denn es ist auch ein sehr umstrittenes Thema für manche Christen. Wir sehen zum Beispiel, ich habe am Anfang erwähnt, dass ich gehöre keiner bestimmten Konfession an. Es gibt aber diese Konfessionen. Wir wissen, wir haben da eben die katholische Kirche, wir haben da eben den Vatikan. Dann haben wir natürlich die evangelische Kirche, die Freikirchen, die Baptisten, die Sieben-Adventisten, die Pfingstler und und. Das heißt, wir haben eigentlich von dem, was Jesus Christus gelehrt hat vor circa 2000 Jahren, ist so eine große Abspaltung entstanden, dass viele sind dann der Meinung, ja, Beispiel, ach, nur noch das ist wichtig, die Taufe ist nicht wichtig, da ist der Heilige Geist, ja, ist wichtig, Gaben, heute gibt es nicht mehr, Heilungen finden nicht mehr statt. So jeder hat sich so quasi, manche picken so, was sie sich rauspicken und behalten dann, oder sie wissen es halt viele einfach nicht besser. Und das heißt, wir haben nämlich ein großes Problem, eben, dass ein Mangel an spirituelles Wissen in gewissen Aspekten da ist im Leib Christi. Das heißt, die Christen sind ja die Wahrheitsträger, lehrt uns ja die Heilige Schrift. Wir tragen ja die Wahrheit durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in uns, durch das Wort Gottes, das wir haben auf dieser Erde. Aber die Ausbildung, denn wir müssen mal kurz, damit ein kurzes Verständnis ist, der Auftrag eines jeden Christen ist, wir sollen alle Menschen zu Jüngern Jesu machen, alle Menschen sollen gerettet werden. Der Wille Gottes ist, dass alle Menschen auf dieser Erde gerettet werden, weil er wirklich alle Menschen liebt und er möchte alle Menschen retten. Und dann sollen alle Menschen natürlich sein wie Jünger. Wir sollen alle ausgebildet werden wie Jünger. Und zu Jüngern gehört eben auch Heilungen, Wunderheilungen in verschiedener Form. Und die werde ich auch heute vorstellen, wie Jesus zum Beispiel das gemacht hat, wie Jesus geheilt hat. Und da wir eben diesen Mangel haben und viele zum Beispiel nicht an Heilungen mehr glauben, warum auch immer. Also das Wort Gottes ist ganz klar, Heilung ist immer noch heute. Das sehen wir in der Bibel ganz klar, dass das Wort Gottes sagt, Heilung ist immer noch für heute. Manche glauben aber nicht dran. Und dadurch mag es sein, dass wenn du Beispiel jemand bist, der in so einer Gemeinde ist und du glaubst jetzt nicht mehr an Heilungen und ich stelle dir heute den Weg vor, dann kann das natürlich für dich sein, dass du vielleicht hörst du das erste Mal in deinem Leben. Dann will dir vielleicht auch Gott mitteilen, dass es jetzt Zeit ist auf die nächste spirituelle Stufe und dass du dich erweiterst. Und vielleicht, wenn du in einer religiösen Box feststeckst, das heißt, wir alle wachsen mit gewissen Programmen auf in der Gesellschaft, in der Schule, auch im spirituellen Bereich, dass manche haben so eine religiöse Box. Gott ist keine Religion, Gott ist die Wahrheit, Gott ist drei Personen, das heißt der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, und dass der wirklich heute freigesetzt wird, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die geplagt sind mit Pädophilie, auch auf Christen treffen, aber diese Christen dann einfach noch keine richtige Jüngerausbildung haben, genossen haben oder vielleicht gerade während drin sind und noch nicht die Antwort
auf die Lösung haben, wie derjenige geheilt werden kann. Vielleicht, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, heute werde ich sie euch vorstellen, so ist sie zur Verfügung für die ganze Welt. Ein wichtiger Punkt, den ich noch erwähnen möchte, den ich hier notiert habe, ist, dass diese Störung, das heißt, wenn wir von Pädophilie reden, reden wir nicht nur erst ab Leute mit 20, 30, 40, 50 Jahren, sondern in einer Doku, die werde ich auch dann verlinken unten, also in der Kommentarbox einfach mal reintun, da ist schon ein Fall eben, wo ein Junge mit 13 Jahren eben, da hat dieses Problem bei ihm begonnen. In der Doku ist er dann 17 und er erzählt eben auch davon, wie das sein Leben beeinflusst. Und er ist. Das heißt, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen anzuschauen, da es ein sehr wichtiges Thema ist und ich höre jetzt nicht wirklich viele Leute darüber reden, aber es ist nun mal ein Problem und wir Christen haben eine Aufgabe auf dieser Erde und diese Aufgabe lautet eben, alle Menschen zu Jünger machen, wir sollen die Menschen heilen, beziehungsweise wir heilen sie nicht, aber der Heilige Geist in uns ist der Heiler, aber wir sollen ja für die Menschen beten, wir sollen rausgehen, die Hand auflegen und so weiter und Dinge halt tun, damit Menschen geheilt werden und vor allem das Evangelium verkünden, das ist das Wichtigste, die Seelenrettung. Gut, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, wenn wir über Pädophilie sprechen. Wenn von Pädophilie geredet wird, kann es passieren, dass man Pädophilie und Kindermissbrauch in eine Schublade steckt. Und ich bin mir eigentlich sicher, bei mir war es auch nicht anders, weil ich einfach ein Laie war in der Hinsicht. Das heißt, wir stecken das alles in eine Schublade. Nach all den Forschungen, die ich jetzt zu diesem Vortrag aber gemacht habe, haben wir es mit folgenden Fakten zu tun. Nicht jeder Missbrauchstäter, und es kristallisiert sich ganz raus, ist pädophil, das heißt, der Unterschied liegt unter anderem an den Motiven des Täters. Das heißt, nicht jeder Missbrauchstäter ist Pädophilie und nicht jeder Pädophile ist ein Missbrauchstäter. Das ist wichtig zu verstehen. Schauen wir uns mal kurz die Fakten an. Das heißt, wichtig ist, der Unterschied liegt nämlich auch im Motiv, unter anderem was ist überhaupt die Ursache, damit das geschieht, doch auch an anderen Faktoren. So verhält es sich nämlich so, dass ein Mensch mit pädophilen Gedanken und dieser Neigung eben, also diesem Zwangsgedanken quasi und dieser Neigung, für gewöhnlich sehr häufig diese Gedanken hat in die Richtung, die dann in die Richtung gehen, eben Sex mit Kindern. Meist vor pubertären Kindern, wahrscheinlich vielleicht nur. Ich kenne natürlich nicht den Einzelnen, das heißt, kann man nicht natürlich genau sagen. Wenn wir von Missbrauchstätern reden, dann zumindest kann man es jetzt nicht genau sagen, sagen wir es so, und Gott kann es natürlich uns offenbaren. Wenn wir von Missbrauchstätern reden, dann kann es sich um Menschen handeln, die eventuell an einem schwachen Selbstwert leiden, ihr sexuelles Verlangen einfach stillen wollen oder auch Menschen, die einfach Macht und Gewalt ausüben wollen. Und da dies bei Erwachsenen meist nicht so leicht geht, sind Kinder die leichteren Opfer dieser Täter. Das heißt, im Gegensatz zu einem Menschen mit der pädophilen Neigung, der ständig quasi heimgesucht wird von diesen Gedanken und Neigungen, das heißt, der will das gar nicht, das ist einfach die ganze Zeit da, dann haben wir, das ist die eine Seite, da reden wir eben von einem quasi einem Menschen mit, der betroffen ist von dieser Pädophilie, aber dann haben wir die andere Seite, wo Menschen einfach bösartig sind, wo Menschen einfach Kindern wehtun oder Kinder verletzen wollen oder vielleicht aus Mangel an Selbstwert, das heißt, die gar nicht das Problem haben. Und da gab es mal auch einen berühmten Fall, aber da könnt ihr euch selber informieren. Das heißt, wichtig ist zu verstehen, dass wir hier ein Pädophiler ist nicht immer gleich ein Missbrauchstäter. Also wenn wir Pädophiler, ist jetzt auch nicht ganz die richtige Aussage, ein Mensch, der mit Pädophilen, nicht die richtige Formulierung, sagen wir so, nicht die passende, ein Mensch, der von diesen pädophilen Neigungen quasi, der diesen Zwang hat, dass sie einfach in ihm sind, der ist in einer anderen Kategorie wie ein Mensch, der diese Neigung nicht hat, sondern der vielleicht einfach Spaß hat, Kinder zu quälen oder vielleicht keinen Sex im Erwachsenen, mit erwachsenen Menschen bekommt, und dann einfach mit Kindern Sex hat. Das heißt, die Gründe können natürlich noch mehr Gründe sein, aber da muss wirklich unterschieden, da sollte man wirklich unterscheiden, denn diese Hilfe zum Beispiel, die am Ende angeboten wird, ein Teil dieser Hilfe zumindest, die ich eben Menschen anbieten möchte, die wo geplagt sind von dieser Pädophilie, würde bei den anderen Menschen, die jetzt Kindesmissbrauchstäter, nicht helfen. Ein anderer Teil natürlich schon, wenn sie Buße tun und Jesus annehmen. Gut, jetzt schauen wir uns mal rein. Das heißt, wir wissen, dass Pädophilie ist eine sexuelle Präferenz. Und wenn wir von Präferenzen reden, dann reden wir von Neigungen. Das heißt, es ist eine sexuelle Neigung. Gut, jetzt schauen wir uns doch mal an. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, bevor wir da weitergehen, möchte ich euch aus dritten Buch Mose 18 zeigen. Das Wort Gottes lehrt uns, dass Gott auch gewisse sexuelle Präferenzen quasi als Störung sagt. Diese Dinge soll der Mensch nicht tun. Und dies zum Beispiel, diese Pädophilie ist auch eine sexuelle Störung.
Zumindest auch zumindest vom christlichen, von der christlichen Lehre her, von der Lehre Gottes her, ist es wirklich eine Störung der sexuellen Präferenz. Und zwar dadurch, weil Gott hat Mann und Frau erschaffen und nicht Mann und Mädchen oder Frau und kleiner Junge, sondern Mann und Frau hat er erfunden. Und das ist einfach die göttliche Ordnung. Und ich lese euch jetzt mal, ich nenne euch mal hier, ich glaube, drei Beispiele sind es. Störungen der sexuellen Präferenz in der Bibel. Da lesen wir im 3. Mose 18, Vers 6 bis 8. Es gibt natürlich noch einige mehr, was heißt natürlich, aber es gibt noch einige mehr, die könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Ich habe jetzt mal die drei gewählt für heute. Niemand soll sich irgend seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Das heißt, keiner soll es, wir sollen keinen Sex mit jemandem aus unserer Blutsverwandtschaft haben. Das zum Beispiel ist ein Punkt. Das zweite, du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen. Es ist deine Mutter, du sollst ihre Scham nicht entblößen. Das heißt, Gott lehrt uns auch, man soll nicht mit seiner Mutter eben diesen sexuellen Verkehr haben. Es ist unsere Mutter. Der dritte Punkt, du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen, denn es ist die Scham deines Vaters. Das heißt, man soll zum Beispiel eben auch die Partnerin des Vaters, die Frau des Vaters, auch nicht mit ihr schlafen, denn es ist eben die Frau des Vaters. Das heißt, Gott hat auch gewisse sexuelle Präferenzen hier erwählt, oder was heißt Präferenzen, gewisse Dinge, die Menschen einfach tun, die sollen nicht gemacht werden. Wenn wir jetzt hier von sexueller Präferenz reden, also von einer sexuellen Neigung, denn es gibt ja Menschen, die haben diese Neigung. Ob es natürlich bei jedem so ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Das weiß Gott natürlich am besten. Aber da haben wir nun eben mal drei wichtige Punkte. Das heißt, wir sehen, wenn ihr das aufschlagen wollt, findet ihr dann noch mehr darüber. Gott hat da noch mehr darüber zu sagen, über dieses Thema. Gut, jetzt möchte ich euch dann was vorlesen. Aber bevor wir zu dem Teil kommen, möchte ich euch jetzt noch mal kurz auf Fragen eingehen. Gehen wir mal auf Frage 2 an. Welche Menschen können davon betroffen sein? Eigentlich alle. Eigentlich so gut wie alle Menschen auf dieser ganzen Erde können davon betroffen sein. Wenn ihr selber eure Forschung gemacht, werdet ihr feststellen, hat irgendwie nichts damit zu tun, ob du reich bist, ob du arm bist, welchen Beruf du hast. Sogar Frauen können auch betroffen sein. Da werde ich euch jetzt dann aber was vorlesen. Das heißt, wir Frauen können eben auch davon betroffen sein. Das heißt, eigentlich alle Menschen. In was für und wenn ihr dann, ich werde euch danach noch erklären, eben was es ist, woher, was die Ursache überhaupt ist. Und dann können wir nochmal drauf eingehen. Dritter Punkt. Kann jeder wirklich davon geheilt werden? Ein absolutes Ja. Jesus Christus kann jeden heilen, egal von was. Vierter Punkt. Ist diese Heilmethode neu? An und für sich nein. In dieser Form wird sie seit über 1900 Jahren von Christen verwendet. Das heißt, diese Heilmethode ist nicht neu. Seit über 1900 Jahren wird diese Methode von Christen verwendet. Allerdings, wie gesagt, heißt es nur, weil jemand ein Christ ist, wenn er wirklich ein neugeborener Christ ist, eben durch die Buße, durch die Wassertaufe, durch den Heiligen Geist, ein neugeborener Christ ist, so wie Gott es von uns möchte. Das heißt dann noch nicht, dass er dann natürlich alles weiß. Weil vielleicht ist da irgendwie draußen die Vorstellung, da möchte ich die jetzt zerstören, weil das ist nicht so. Das heißt, das ist wie mit allem anderen. Wenn du eine Bäckerlehre anfängst, dann bist du in den ersten 3 Jahren erstmal ein Lehrling. Und wir sollen ja werden wie Jesus, in der Kraft der Heilung und in der Liebe und in der Vergebung und all diesen Dingen, die Jesus eben uns vorgelebt hat, wo er gesagt hat, die wir die auch tun sollen. Das heißt, wir sind natürlich Lehrlinge. Das heißt, ein Babychrist wird dieses Wissen von Anfang an, also meines Erachtens, nicht gleich haben. Es kann sein, wenn er zum Beispiel anfängt mit der Online-Bibelschule und er bekommt das von Anfang an mit, ist das natürlich was anderes. Aber für gewöhnlich die Erfahrung zeigt, dass viele Christen einfach nicht am Anfang, viele sogar nach Jahren lang haben sie immer noch keine Ausbildung als Jünger. Doch ich hoffe, dadurch kann diese Online-Bibelschule auch weitertragen. Das heißt, ja, diese Heilmethode ist also wirklich nicht neu, sondern diese Form gibt es schon seit über 1000 Jahren und können von jedem Christen angewendet werden. Von jedem Neugeborenen. Fünfter Punkt, kostet sie was? Jeder Christ ist laut den Worten von Jesus Christus verpflichtet, diese Heilmethode wie auch alle anderen Heilungsmethoden selbstverständlich kostenlos anzubieten, die Jesus uns auch befohlen hat, die wir tun sollen. Es ist schließlich Gottes Wille, dass Menschen geheilt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du mal gebetet hast zu Gott und du wunderst dich, Gott, warum habe ich dich? Ob du an Gott wirklich so glaubst oder nicht, aber wenn du dich einmal gesagt hast, Gott, wenn du mich erschaffen hast, warum hast du mich erschaffen mit diesen pädophilen Neigungen und so weiter? Das kommt nicht von Gott. Es kommt aber nicht. Gott wünscht euch das nicht für euer Leben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Gott liebt euch, Gott findet euch wundervoll und Gott möchte euch freisetzen und Gott möchte euch vor allem retten. Das ist wichtig.
Halleluja. Das heißt, Gott will natürlich, dass wir geheilt werden und somit ist es ein Akt der reinen Liebe Gottes. Das heißt, dafür darf ein Christ auch nichts verlangen. Das heißt, es ist nicht nur, dass man nichts verlangt, sondern man darf es auch nicht. Es wäre zum Beispiel eine Sünde, wenn man dafür Geld verlangen würde. Denn Jesus hat uns ganz klar befohlen, wir sollen es nicht. Wir sollen nichts verlangen. Was wir umsonst bekommen haben, sollen wir umsonst weitergeben. Liebe möchte geben ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Das ist wichtig zu verstehen. Sechster Punkt. Kann sich jeder behandeln lassen? An und für sich ja. Natürlich, jeder könnte sich eigentlich davon behandeln lassen. Ja? Natürlich sollte man manchmal, bei manchen mag es vielleicht sein, dass man bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Da werden wir heute nochmal kurz darauf eingehen. Aber an und für sich natürlich ja. Wann tritt die Heilung ein? Siebte Frage. Das ist individuell. Ich persönlich durfte schon einen Menschen von dieser sexuellen Präferenz. Ich durfte schon mal für ihn beten und er hat Heilung erfahren an diesem Tag. Das Ganze hat gedauert ungefähr eine halbe Minute oder eine Minute um den Dreh, also nicht lange. Allerdings ist die Sache die, man kann zum Beispiel von der Ursache, wenn einer wirklich von dieser Ursache, von der ich heute spreche, betroffen ist, von der kann er sofort geheilt werden. Das ist möglich. Allerdings, inwiefern das sich schon auf deine Seele und auf deine Gedanken und auf dein Leben ausgewirkt hat, da ist natürlich dann die Frage, wenn wir von Heilung sprechen, eine Nacharbeit, am besten vielleicht auch eine Gemeinde besuchen, eine Gemeinde, wo wirklich der Heilige Geist Gottes herrscht, wo wirklich die Wahrheit herrscht, wo die Leute, wo wirklich auch die Liebe herrscht, dass die Leute wirklich einen aufnehmen und dass dort noch Seelenarbeit wirklich, dass man noch Seelsorge eventuell macht, was immer auch notwendig ist, das ist natürlich wichtig. Aber vielleicht auch andere Punkte. Aber die Möglichkeit besteht, dass jeder heute sofort geheilt werden könnte. Gut, wie entsteht diese Neigung? Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, das werden wir dann am Schluss machen. Gut, ich lese euch jetzt mal was vor, liebe Geschwister und liebe Zuschauer. Und zwar von der unabhängigen Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Ich werde euch dann auch mal, ich werde euch für die Infos, hier ist zum Beispiel. Ich werde euch dann die Infos, ich werde euch quasi die Seiten, wo ich Informationen habe oder so, die werde ich dann wahrscheinlich zum Schluss hin oder vielleicht unten ich werde es wahrscheinlich am Ende von dem Video hin, damit ihr dir selber nachforschen könnt. Gut, hier sind eben Fakten und Zahlen zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Die Definition von sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen. Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissenschaftlich zustimmen können. Bei unter 14-Jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die sexuellen Handlungen nicht zustimmen können. Sie sind immer als sexuelle Gewalt zu werten, selbst wenn ein Kind damit einverstanden wäre. Auch ein wichtiger Punkt für viele vielleicht, einfach mal, dass man hier ein gewisses Wissen hat. Ich werde euch jetzt ja nicht alles da durchlesen, ich werde euch das gerne verlinken, das könnt ihr dann selber durchlesen. Ich lese euch mal die Folgen eben von Kindesmissbrauch. Welche Spuren sexuelle Gewalt hinterlässt und wie schwer die Folgen sind, hängt von vielen Faktoren ab, heißt es hier. Studien zeigen, dass die Folgen umso schwerer sind, je massiver, intensiver die Tat war. Je häufiger sie geschehen ist, je länger der Zeitraum war, innerhalb dessen sie geschehen ist, je vertrauter der Täter, die Täterin im Kind ist, je länger es mit der Erfahrung allein bleibt, ohne Hilfe zu finden. Je mehr an der Glaubhaftigkeit der Schilderung des Kindes gezweifelt wird und je weniger Trost und Zuwendung es erhält. Das heißt, hier haben wir wirklich viele Faktoren. Gehen wir mal weiter. Ausmaß und Dimension von sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen. Hier zum Beispiel heißt es, hier gibt es gibt ein Hellfeld und ein Dunkelfeld. Wenn wir hier zum Beispiel von den Zahlen reden, ist es wichtig, dass wir verstehen müssen, die Zahlen, die in so einer Statistik sind, die wir hier haben, sind natürlich nur das, was man weiß. Wir haben zum Beispiel viele, 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 viele Missbräuche sind nun mal nicht angezeigt oder kommen nicht raus, weil eben Kinder sich nicht trauen. Oder aus anderen Gründen. Das heißt, es kommt natürlich nicht alles. Das heißt, wenn wir hier reden, gibt es natürlich auch eine Dunkelfeld, eine Dunkelziffer. Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet für das Jahr 2016 in Deutschland über 12.000 Ermittlungs- und Strafverfahren allein nur für sexuellen Kindesmissbrauch. Paragraph 176 und 176a und 176b des Strafgesetzbuches: Opfer dieser Straftaten sind zu etwa 75% Mädchen und 25% Jungen. Hinzu kommen Fälle von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen und Jugendlichen sowie etwa 7.000 Fälle wegen sogenannter Kinder- und Jugendpornografie. Bei diesen Zahlen handelt es sich um das sogenannte Hellfeld. Das heißt, wenn wir hier von diesen Zahlen sprechen, dann sprechen wir wirklich von den Dingen, die quasi bekannt sind, aber wir haben ein Dunkelfeld.
Und bei all diesen Zahlen ist natürlich wichtig, wenn wir hier reden von 12.000 Ermittlungsverfahren oder 75% sind Mädchen die Opfer und 25% jung, jede einzige Zahl ist zu viel. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass unser Ziel sollte sein, als Gesellschaft auf Null zu kommen. Es darf kein Kind Opfer dieser Dinge sein. Und ich hoffe, ich kann nur zu dem Herrn, zu dem Allmächtigen beten, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Video erreicht und dass da wirklich hier Arbeit getan wird, dass Menschen, die sich beispielsweise nicht zurückhalten können, geheilt werden davon oder vielleicht, dass es auch Menschen anspricht, die nicht diese Pädophilie haben, sondern wirklich ein Kind mal missbraucht haben oder was auch immer da los ist, dass heute wirklich Heilung geschehen kann und dass wirklich heute Licht, Wahrheit, Liebe und das heißt, wir dürfen nicht vergessen, jedes einzelne Kind ist zu viel. Das Dunkelfeld ist weitaus größer. Forschungen aus den vergangenen Jahren gehen davon aus, dass jede oder jeder siebte bis achte in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von rund 18 Millionen Minderjährigen aus, die in Europa von sexueller Gewalt betroffen sind. Das sind auf Deutschland übertragen rund 1 Million Mädchen und Jungen. Dies bedeutet, dass etwa ein bis zwei Schülerinnen und Schüler in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt durch Erwachsene betroffen sind. Es ist einfach zu groß. Es ist einfach die Zahl, wenn wir hier 18 Millionen Minderjährige. Das heißt, ich wurde ja selber, ich habe jetzt keine sexuelle Gewalt erlebt, aber ich habe Gewalt erlebt in meiner Jugend. Und es ist einfach so krass, wenn wir diese Zahlen hier einfach lesen. Hier steht einfach so nebenbei quasi dort 18 Millionen Minderjährige. Aber wenn wir uns mal vorstellen, 18 Millionen minderjährige Kinder auf dieser Erde, die haben auch alle Eltern und Familien, die betroffen sind. Das heißt, hier geht es nicht nur, hier geht es so viele Menschen, so viel Chaos wird erzeugt dadurch. Aber jeder von uns sollte wirklich hier tun, was er kann, damit wir hier wirklich solche Dinge stoppen auf dieser Erde. Das heißt, wenn wir den Kontext anschauen, sexuelle Gewalt findet am häufigsten innerhalb der engsten Familie statt. Das ist auch wichtig. Circa 25%, sowie im sozialen Nahraum bzw. im weiteren Familien- und Bekanntenkreis. Zum Beispiel durch circa 50%. Sexuelle Gewalt durch Fremdtäter oder Täterinnen ist eher die Ausnahme. Zunehmend finden sexuelle Übergriffe aber auch im digitalen Raum statt. Es ist anzunehmen, dass in diesem Kontext die Zahl der Fremdtäter und Täterinnen zunimmt. Stichwort Cybergrooming. Durch intensiven und oft sehr persönlichen Chatverkehr kann bei Kindern und Jugendlichen leicht der Eindruck entstehen, dass es keine Fremden sind, mit denen sie in Kontakt stehen. Das senkt die Hürde, entsprechende Gefahren und Risiken wahrzunehmen. Täter und Täterinnen. Sexueller Missbrauch findet in etwa 80 bis 90% der Fälle durch Männer und männliche Jugendliche statt. Zu etwa 10 bis 20% durch Frauen und weibliche Jugendliche. Sowohl Täter als auch Täterinnen missbrauchen sowohl Mädchen als auch Jungen. Das heißt, falls hier jemand wirklich gedacht hat, das betrifft nur Männer, dann hoffe ich, dass jetzt das vorbei ist. Das heißt, wir haben hier wirklich auch es ist eine sehr geringe Zahl, aber es betrifft auch Frauen und weibliche Jugendliche. Sowohl Täter als auch Täterinnen missbrauchen sowohl Mädchen als auch Jungen. Ich stelle euch jetzt einmal noch so ein kleines Täterprofil, lese ich euch hier vor. Es gibt kein einheitliches Täterprofil, heißt es hier. Verschiedene Ursachenmodelle betonen unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, dass jemand Kinder oder Jugendliche missbraucht. Ein wesentliches Motiv ist der Wunsch, Macht auszuüben und durch die Tat das Gefühl von Überlegenheit zu erleben. Bei einigen Tätern und wenigen Täterinnen kommt eine sexuelle Fixierung auf Kinder hinzu, Pädosexualität. Das heißt, das ist der Hauptpunkt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das heißt, hier heißt es, bei einigen Tätern und wenigen Täterinnen, das heißt, wir haben hier wirklich männlich wie weiblich, kommt eine sexuelle Fixierung auf Kinder hinzu, also diese Pädosexualität. Das ist aber nicht bei jedem so, wie wir hier ganz klar rauslesen. Das war jetzt Stand Oktober 2017, da könnt ihr mal selber nachschauen, www.beauftragter-missbrauch.de oder www.hilfeportal-missbrauch.de. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, dass es eben Männer und Frauen betrifft. Das heißt, für manche vielleicht
vielleicht durch die Medien oder ich weiß es nicht, wie auch immer, hat man vielleicht nur gedacht oder hat man nur von Männern gehört und hat gedacht, vielleicht es betrifft nur Männer. Aber es ist eben nicht so. Ich möchte euch jetzt noch, ich kenne selber, ich arbeite ja selber nicht nur im Befreiungsdienst, also im Heilungsdienst, sondern auch natürlich in gewissem Teil gehört natürlich auch Seelsorge dazu. Und ich habe schon mit vielen Frauen gearbeitet, die wo Opfer von Vergewaltigung sind, auch von Pädophil eben, die wo eben diesen pädophilen Missbrauch erlebt haben in ihrer Kindheit. Und ich habe mit einer Schwester letztens telefoniert, sie ist jetzt 55, sie lebt jetzt mit Jesus Christus, Halleluja. Und sie hat mir auch hier etwas geschrieben und das möchte ich euch vorlesen. Ist natürlich, das ist jetzt etwas, was sie natürlich sagen kann, aber da sind natürlich noch mehrere Faktoren. Und zwar geht es hier um mögliche Langzeitfolgen von sexuellem Missbrauch und Pädophilie. Es kann zum Beispiel eine Langzeitfolge kann zum Beispiel Depression sein, dass die Kinder dadurch, dass diese Menschen in Depression verfallen, auch Magersucht, eine Störung kann sich daraus entwickeln, allgemeine sexuelle Blockaden, das heißt, sie werden keine normale Sexualität haben können oder eventuell und Minderwertigkeitsgefühle auch natürlich. Dass sie sich nicht mehr wohlfühlen im Körper, nicht mehr ganz starkes Selbstbewusstsein haben oder aber auch Probleme in der Entwicklung und bei der Identität, der Rolle als Mann oder Frau und somit oft eine Orientierung zur Homosexualität, Lesbentum, da dort weniger Gefahren des Missbrauchs vermutet werden. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel, hat jetzt also auch eine Schwester quasi ein Teil mitgearbeitet an dem Vortrag. Das ist aber natürlich nicht bei jedem so. Es muss natürlich nicht bei jedem so sein, aber das ist einfach mal, dass man so eine gewisse, dass man so weiß, eben weil ich eben Menschen kenne. Ich kenne eben diese Person, die wo das erlebt hat, selber und sie kann natürlich am besten davon reden, weil sie selber ein Opfer von diesem sexuellen Missbrauch ist und eben weiß, wie es in ihrem Leben selber war und was es eben für Folgen denn hat. Gut, jetzt möchte ich euch nochmal, jetzt lese ich euch nochmal was vor und zwar von Zahlen. Ich möchte euch noch Zahlen geben von Hilfeportal sexueller Missbrauch. Also vom Hilfeportal, das www.hilfeportal-missbrauch.de. Aber ich werde es dann, wie gesagt, nochmal irgendwo wahrscheinlich zusammenfügen. Gut, zur Häufigkeit von sexuellem Missbrauch. Präzise Angaben kann zur Häufigkeit sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind aufgrund der vorhandenen Datenlage schwer möglich. Die polizeiliche Kriminalstatistik gibt Aufschluss über die Zahl der Anzeigen, das sogenannte Hellfeld. Da sprechen wir wieder von dem Hellfeld, das wir eben vorher schon hatten, und zwar von den Dingen, die bekannt sind. Aber es gibt natürlich Dinge, die hinter Türen passieren, und da gibt es viele Dinge auf dieser Erde. Denn wir wissen, dass diese Welt ist Sünde. Viele Menschen wissen es natürlich nicht alle, aber viele Menschen wissen, diese Welt ist eine Welt, in der Sünde einfach mal hier über ist. Und es passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Für das Jahr 2017 lesen wir hier, verzeichneten sie 11.577 47 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch, 990 Fälle von Missbrauch an Jugendlichen, 403 Fälle von Missbrauch an minderjährigen Schutzbefohlenen, 6.512 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie und 1.306 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung genannter Jugendpornografie. Diese Zahlen sind seit 2010 nahezu gleich geblieben. Gleich geblieben. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm, dass es nahezu gleich geblieben ist. Da nur ein kleiner Teil der Taten angezeigt wird, werden viele Taten statistisch nicht erfasst und bleiben im Dunkelfeld. Das heißt, wenn wir hier lesen, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir hier diese Zahlen lesen, wir reden hier von lebendigen Lebewesen, wir reden hier vom menschlichen Wesen. 11.547 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Das sind 11.547 kleine Kinder, von denen man nur weiß. Das heißt, es ist ein sehr weit verbreitetes Problem und es wird wirklich Zeit, dass wir öfter darüber reden, dass sich auch Leute, die damit betroffen sind oder warum immer sie auch diese Neigung dann haben oder was auch immer da passiert in ihnen, dass sie einfach jemanden finden, mit dem sie reden können. Denn wenn wir diese Leute gleich abstempeln und dann eine Mauer entsteht, dann
tragen wir nicht dazu bei, dass das Problem, dass das mal gelöst wird oder dass er Heilung erfährt, sondern da kann es sogar passieren, dass man die Leute wirklich wegtut und sie eventuell dann noch tun, was sie nicht tun sollten. Kann passieren. Naja, keiner soll sich auf jeden Fall jetzt hier die Schuldgefühle machen. Wichtig ist nur einfach, was ich mitteilen will, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir als Gesellschaft Verantwortung übernehmen und wir müssen über die Dinge, die einfach mal auf dem Tisch sind, quasi reden können. Wenn wir als Gesellschaft davon betroffen sind, dann ist es wichtig, dass wir uns Gesellschaft darüber austauschen und dass wir hier eine Lösung finden, die gut für alle Beteiligten ist. Und das ist einfach wichtig, vor allem, dass diese ganzen Missbrauchsfälle, all diese Dinge sollten gestoppt werden. Da gibt es auch keine Diskussion darüber. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es hier keine Diskussion gibt darüber, dass diese Dinge gehören aufgehört. Jetzt habe ich noch einen weiteren Bericht, den möchte ich euch vorlesen, und zwar aus der Süddeutschen Zeitung. Ja. Süddeutsche Zeitung, und zwar, da gab es eine Studie, viele Mütter dulden Kindesmissbrauch. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Hartmut Rosa, Anzeige, 14. Juni von 2017, 11:49. Studie zu Kindesmissbrauch, meine Mutter hat die Augen zugemacht, heißt es hier. Laut einer Studie stellen sich Mütter in Deutschland bei sexuellem Missbrauch in Familien selten schützend vor ihre Kinder. Und das ist wichtig, dass natürlich da auch die Mütter dann wirklich Hilfe bekommen. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Kindesmissbrauch hat ihren ersten Zwischenbericht vorgelegt. 200 Betroffene konnten bereits angehört werden. Insgesamt haben sich etwa 1000 Menschen bei dem Gremium gemeldet. In den vertraulichen Gesprächen berichteten Erwachsene, wie sie als Kinder oft keine oder eher spät Hilfe erfuhren. Eine erste Erkenntnis bezieht sich auf die Mütter betroffener Familien. Hier zum Beispiel heißt es dann, es war im Auto, es war hell, mein Bruder hatte eine rote Jacke. Ihr Vater hat sie regelmäßig vergewaltigt, ihre Mutter sah weg. Maria Andrea Winter ist als Kind missbraucht worden. Hier erzählt sie ihre Geschichte und sagt, was Betroffene brauchen. Interview von Anna Fischhaber. Mütter betroffener Familien in Deutschland stellen sich bei sexuellem Missbrauch selten schützend vor ihre Kinder. Geht aus dem ersten Zwischenbericht der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hervor, der an diesem Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. In vertraulichen Gesprächen berichteten Erwachsene dem Gremium, wie sie in der eigenen Kindheit oft keine oder erst spät Hilfe erfuhren. Kinder und Jugendliche, die sexuellen Missbrauch erfahren, verlieren schlicht ihr Zuhause, sagte Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen. Die Betroffenen beobachten oft sehr genau, dass Familienangehörige über den Missbrauch Bescheid wussten, aber nicht eingriffen. Oftmals hätten sie auch den Eindruck, so Andresen, dass ihre Mutter selbst ohnmächtig sei. Oder aber sie machten die Erfahrung, dass die Mutter oder andere Angehörige sich an der Gewalt beteiligten. Johannes Röhrig, unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, sagt, der Bericht gibt einen tiefen Einblick in das Versagen von Müttern. Die Sammlung. Als Maria Andrea Winter erstmals Opfer sexueller Gewalt wird, ist sie gerade 2 Jahre alt. Später vergewaltigt sie ihr Vater regelmäßig, bis sie mit 15 in die Obdachlosigkeit flieht. Von ihrer Familie bekommt sie keine Hilfe. Im Gegenteil. Einmal hat meine Mutter meinen Vater erwischt und ihn von mir weggezogen. Ich habe mich so geschämt, als ich am nächsten Morgen in die Küche kam. Aber sie hat getan, als sei nichts gewesen, erzählt die heute 59-Jährige der SZ. Es war eine Weile Ruhe. Dann ging es wieder los. Meine Mutter hat die Augen zugemacht. Mit ihrem Schicksal ist Maria Andrea Winter nicht allein. Gerade hat eine Kommission sich in Deutschland erstmal mit dem Thema Missbrauch beschäftigt und Betroffene angehört. Mehr als 2/3 berichteten von Übergriffen in ihrer Familie oder in ihrem engen sozialen Umfeld. Die Täter sind Väter, Großväter, Stiefväter, ältere Geschwister und in seltenen Fällen auch Mütter. Doch nicht nur der Missbrauch selbst belastet die Betroffenen. Bei der Kommission berichten viele Opfer eindrücklich, dass ihnen in ihrer Kindheit nicht geglaubt wurde. Das ist erstmal ein Batzen, oder? Liebe Geschwister und liebe Zuschauer. Das heißt, hier haben wir es zu tun gehabt und ich kann mich im gewissen Sinne auch an meine eigene Kindheit erinnern, dass hier haben wir es zu tun gehabt, dass die Mutter wusste von dem, was dort vor sich geht. Und wir können natürlich hier spekulieren, warum hat die Mutter nichts getan und was ist hier passiert. Aber wichtig ist zu verstehen, dass hier ist es wichtig, dass wir wirklich auch alle Mütter und alle Frauen, die das schauen, dass man wirklich hier
Kraft auch freisetzt durch dieses Video. Und dass ich kann wirklich nur jede Mutter ermuntern, das tut was. Wenn ihr jetzt in dem Moment vielleicht in eurer Familie irgendwie sowas habt oder ihr wisst davon und irgendwas, es sollte dort etwas getan werden. Ich kann euch jetzt hier keine allgemeine Lösung geben, aber wichtig ist, hier sollte was getan werden. Ich selber kann mich noch erinnern an meine Kindheit und ich meine heute dem Herrn sei Dank. Gott Vater, Gott ist Gott, Heiliger Geist, sei Dank dafür. Ich habe es verarbeitet, durch die Liebe Gottes bin ich frei davon und konnte auch vergeben. Aber ich selber kann mich noch, ich kann heute noch einen Gedanke abrufen, wo ich weiß, wo meine Mutter quasi wie ohnmächtig daneben saß und ich quasi die Schläge meines Lebens bekommen habe. Und ich will hier nicht auf Details eingehen, ich habe da wirklich vergeben und ich liebe meine Mutter und ich liebe da auch meinen Stiefvater. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir darüber, dass wir, dass es, das kann so viele Schäden haben. Und wirklich hier muss wirklich Freisetzung stattfinden. Oder was heißt muss gezwungen, aber wir sollten hier Freisetzung, dass wir wirklich, dass Leute darüber reden. Man sollte darüber reden können. Denn ich weiß selber, dass das hat mein ganzes Leben beeinflusst. Das, sei das von der Schule, sei das in so vielen Bereichen, hat es mein Leben beeinflusst. Und mit 24 Jahren hat Gott mich davon geheilt. Oder sagen wir so, er hat mir auch die Liebe gegeben und gewisse Dinge haben dann wirklich, war noch ein Prozess. Aber ich konnte, heute kann ich mit ganzer Liebe den Menschen vergeben. Und ich sehe natürlich auch, heute hat mir Gott auch gezeigt, von einer höheren Perspektive quasi, eine Schwester nennt es, glaube ich, die Vogelperspektive, hat sie gesagt, dass Gott zeigt dir von der Vogelperspektive, warum diese Menschen es überhaupt tun. Weil Opfer und Täter geben sich meistens die Hand. Ja? In vielen Fällen geben Opfer und Täter sich die Hand. Das heißt, der Täter war wahrscheinlich mal selber mal ein Opfer. Und heute habe ich viel Erkenntnis, wo ich wirklich sage, der Mensch ist sehr komplex, ist das menschliche Leben. Wir können hier nicht immer gleich mit unseren Schubladen da, wir sollten nicht immer gleich Schubladen werfen und sagen, ja, das ist so, weil Gott hat mir wirklich viel gezeigt, dass es viel tiefgründiger sein kann und auch ist in vielen Fällen, wenn nicht sogar in allen. Aber ja, hier sehen wir zum Beispiel, hier ist ein junges Mädchen gewesen. Sie wurde von ihrem Vater vergewaltigt jahrelang. Und hier sehen wir jetzt nicht, dass es hier sich um Pädophilie handelt. Sehen wir hier nicht ganz klar raus. Sehen wir hier nicht raus. Aber hier ist ein sexueller Missbrauch hat stattgefunden an diesem Mädchen. Und da wurde einfach nichts wirklich gemacht. Und das ist halt einfach, dass wir hier wirklich einfach... Es ist wichtig, dass darüber geredet wird, dass sich auch Leute öffnen können. Und zwar nicht in einem Verurteilenden, in einem Anklagegespräch, sondern dass der Kontext sollte schon sein, dass hier Heilung entsteht. Für alle Parteien am besten. Das ist wichtig. Gut, ich lese euch jetzt einmal vor. Jetzt möchte ich euch noch Zeugnisse vorlesen. Ich habe es euch schon mal gesagt heute. Zeugnisse von kein Täter werden. Es sind zwei Zeugnisse hier. Und zwar die Quelle findet ihr unter www.keintäterwerden.de. Und dann, ihr seht es ja, ich lese euch vor. Zeugnisse von Kantäter werden. Jan 29, das ist wohlgemerkt nach der, also ihr findet dort, wenn ihr auf kantäterwerden.de geht, könnt ihr sehen, Beispiel vor der Therapie und nach der Therapie. Und das ist jetzt zwei Zeugnisse nach der Therapie. Jan 29, Medienmanager, sagt, der wichtigste Teil der Therapie war für mich, zwischen Fantasien und der Verantwortung für mein sexuelles Verhalten zu trennen. Ich kann es nicht verhindern, dass mich Kinder erregen, aber was ich tun kann, ist keinerlei sexuellen Kontakt mit Kindern zu haben. Und das ist der Punkt, den ich heute schon angesprochen habe. Hier sehen wir zum Beispiel, er ist in dieser Kategorie, die heute jetzt bei diesem Gebet, das ich dann speziell spreche für Menschen mit diesen Dingen, Heilung erfahren kann. Hier, Jan ist hier, wenn Jan der richtige Name ist, Jan ist hier der Meinung eben, dass er kann es nicht verhindern, dass Kinder mich entdecken. Und heute, Jan, wenn du das siehst und alle anderen da draußen, es gibt Heilung für euch. Und die findet ihr in Jesus Christus, aber das erkläre ich dann noch, wie ihr diese Heilung wirklich in eurem Leben haben könnt. Denn Gott liebt euch, Gott liebt uns. Ja? Also Gott liebt uns, das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, hier haben wir es wirklich mit einem Mann zu tun, der hat eben diese Therapie angewandt, beziehungsweise dieses Projekt, das von Kein Täter werden da angeboten wird, also Kein Täter werden, von der Berliner Charité, Kein Täter werden. Aber er sagt halt selber hier, dass der wichtigste Teil der Therapie war für mich zwischen Fantasien und Verantwortung für mein sexuelles Verhalten zu trennen. Das heißt, hier wurde auch Verantwortungsarbeit gemacht, allerdings wurde er nicht geheilt. Das heißt, er ist ja nicht geheilt.
Und wir können auch keine Garantie haben, dass wir sagen, es passiert dann niemals, wenn Jan diese Probleme immer noch hat, wenn immer noch diese Ursache in ihm ist. Wer gibt denn die Garantie, dass es nicht passiert? Natürlich kann die hier keiner geben. Ja? Gott hat natürlich uns die Zukunft sagen. Aber jetzt vom menschlichen Standpunkt aus gesehen, müssen wir natürlich, sollten wir oder sollten wir denn das auch in Betracht ziehen. Weiter haben wir hier Sven 45, Lehrer. Meine sexuelle Präferenz spüre ich nach wie vor, sie hat aber ihren Schrecken verloren und auch einen großen Teil ihrer Bedeutung. Da ich mir meiner Verantwortung bewusst bin, fühle ich mich im Umgang mit Jugendlichen sicher und weiß, wo ich mir Hilfe holen kann, wenn ich das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren. Da aber aufgrund meiner neu gewonnenen Überzeugung mein Drang zum Sex mit Jugendlichen enorm nachgelassen hat, kann eine solche Situation bisher nicht wieder vor. Das heißt, bisher kam sie nicht wieder vor. Aber es ist natürlich wichtig, hier heißt es natürlich, hier offenbart uns Sven ja auch, dass es ist nicht weg. Das heißt, er wurde nicht geheilt. Meine sexuelle Präferenz spüre ich nach wie vor, sagt er. Zwar in abgeschwächter Form, aber er spürt sie immer noch. Und das ist halt wichtig, dass Sven, auch wenn du das heute schaust, heute kann Heilung entstehen. Gepriesen sei Gott dafür. Halleluja. Gut, das heißt, ein wichtiger Aufruf möchte ich noch starten, was ich auch notiert habe hier, ein wichtiger Aufruf zur Vorsicht und Schutz der Schutzbefohlenen ist wichtig, dass wir hier wirklich als Eltern auch wirklich, dass wir Verantwortung übernehmen, nicht nur als Eltern, einfach als Mitbürger auf dieser Erde. Wir sind einfach Bürger alle auf dieser Erde, wir sind alle Menschen und wir sind alle Erdenbürger und Gott hat uns alle erschaffen und dass wir hier einfach schauen, dass wenn wir irgendwas Auffälliges haben oder dass wir einfach hier wachsam sind, ist es wichtig, denn dieses Video kann jetzt nicht alle Menschen, könnte natürlich, also jeder, der Jesus annimmt, kann natürlich frei werden und heil werden, ja, aber dieses Video, dieses Videoprojekt quasi, dieser Vortrag, den Gott hier durch mich entstehen lässt, ist ja nur ein Teil, ja, aber wir müssen ja, wir sollen ja, das erreicht natürlich nicht alle Menschen auf dieser Erde. Bin ich mir sicher. Also Leute, die kein Handy oder kein Internet oder all diese Dinge nicht haben, die haben trotzdem wahrscheinlich gewisse Probleme. Das heißt, wichtig ist, dass jeder von uns einfach tut, was er tun kann. Liebe Geschwister und liebe Zuschauer da draußen, da möchte ich wirklich dazu aufrufen. Halleluja. Gut. Jetzt werde ich euch mal vorlesen. Jetzt möchte ich euch, jetzt gehen wir dann darauf ein, was die Ursache darauf ist und wie das geheilt werden kann. Gut. Jetzt schauen wir uns mal. Wenn wir jetzt von Heilung, von christlicher Heilung sprechen, dann ist es wichtig, dass wir uns dem wir nachfolgen, anschauen, und zwar Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie er geheilt hat und wie er wahrscheinlich an die Sache rangegangen wäre. Und also ich weiß es ja heute, denn er selber hat es mir gezeigt. Gut, ich lese euch mal hier vor, damit wir mal einfach nur mal, damit jeder auch wirklich ein Bild bekommt, weil falls ja ein wichtiges, was ich heute schon mal gesagt habe, Gott ist keine Religion. Das heißt, ich möchte wirklich ein gesundes Bild von Gott entstehen lassen. Gott liebt uns, Gott ist auch heilig und gerecht und er findet diesen Missbrauch und diese ganze, wenn Pädophilie stattfindet, nicht okay. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und auch alle anderen, diese sexuelle Präferenz, wenn wir solche Dinge haben, aber da gibt es auch eine Liste, auch wenn ihr die nachschaut, in dem Kapitel. Das heißt, dass wir Gott liebt uns Menschen und er möchte uns freisetzen, aber es ist wichtig, dass wir uns abkehren von diesen Dingen. Lukas Kapitel 5, Vers 29 bis 32 heißt es: Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl, also Jesus, in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger, also gegen die Jünger von Jesus, und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, und deswegen ist er auf der Welt, hört genau zu, gewesen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das heißt, Jesus sagt hier, er ist nicht gekommen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und er ist nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Das heißt, jeder, der das Video schaut und wenn du betroffen bist von dieser Neigung der sexuellen Präferenz, also dieser Pädophilie, diese Präferenz der Pädophilie, wenn du betroffen bist davon, Gott vergibt dir dafür. Es ist wichtig zu verstehen, es ist eine Sünde, es ist nicht von Gott gewollt und Gott vergibt dir auch dafür.
Gott vergibt dir dafür und wichtig ist, wir alle brauchen Vergebung von unseren Sünden. Das heißt, da bin ich keine Ausnahme. Jeder hat seine Sünden, die er in seinem Leben getan hat. Ich bin auch nicht der Richter. Ich bin heute hier, um Hoffnung zu streuen, um wirklich zu sagen, jeder, der das Video schaut, kann heute von Gott gerettet werden, kann angenommen werden, kann Vergebung seiner Sünden erfahren, kann ein freies Herz erfahren. Die Möglichkeiten bestehen und wie Gott es dann bei jedem Einzelnen macht, das weiß natürlich der Herr am besten. Aber ich kann euch heute wirklich nur sagen, Jesus ist gekommen eben für die Kranken, dass ihr einfach mal ein gesundes Bild, ein gesundes Bild genau und so ein bisschen Ausgleich bekommt, was Jesus ist, weil über Jesus haben wir auch viele falsche Lehren da draußen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Jetzt ist es wichtig, Jesus hat geheilt. Viele von euch wissen vielleicht, dass Jesus geheilt hat und er heilt heute immer noch regelmäßig. Auf dieser Erde, Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist sind ein Gott der Heilung. Halleluja. Und hier sehen wir in Matthäus Kapitel 11, kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Das heißt, Jesus betet dir, betet mir, betet allen Menschen auf dieser ganzen Erde an. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wir leben in dunklen Zeiten und die Menschen sind viele mühselig und beladen. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und es ist so wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Seele, die mit dieser sexuellen Präferenz in ihrem Leben zu tun hat, keine Ruhe hat. Also ich kann es mir nicht vorstellen, das heißt natürlich nicht, dass es so ist bei jedem Einzelnen, aber der Gott möchte euch Ruhe anbieten, Ruhe für eure Seelen und Freiheit. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt Jesus. Halleluja. Und ich habe es wirklich erfahren. Ich kann heute mit ganzem Herzen sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich kann heute, wenn ich heute diesen Körper verlasse, habe ich Frieden. Ich habe Frieden mit Gott und ich bin dankbar. Und ich habe diese Gewissheit vor allem, diese hundertprozentige Gewissheit. Ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben und ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich jetzt diesen Körper verlassen würde. Und zwar zu Gott. In den Himmel und ich habe da wirklich Frieden und es ist wirklich wichtig, dass Gott möchte diese Ruhe jeder Seele schenken auf dieser Erde. Halleluja. Halleluja. Gut, jetzt schauen wir an, jetzt sind wir bei dem praktischen Teil, der jetzt dann kommt und jetzt ist es wichtig, jetzt wissen wir schon mal mehr über dieses Thema Bescheid. Jetzt schauen wir doch mal an, wie hat Jesus geheilt? Jesus hat nicht jede Krankheit hat Jesus gleich behandelt und jetzt schauen wir uns das mal an. In Matthäus 12, Vers 12 bis 24 sehen wir zum Beispiel, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht der etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Ich erkläre euch jetzt einmal einiges dazu. Hier sehen wir zum Beispiel, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn. Das heißt, diese Person war blind und stumm und Jesus hat diese Person geheilt, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und dann lesen wir weiter und die Volksmenge staunte und sprach, war natürlich für die ein großes Ereignis. Ja? Da staunen heute immer noch Menschen, wenn auf einmal ein Blinder wieder sieht und Stumme wieder reden. Und jetzt fragen sie sich, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer, und Pharisäer ist zum Beispiel eine Religionspartei war das damals, ja, und die, viele von ihnen waren keine Fans von Jesus, ja, und die haben auch öfter, die haben versucht, wie sie ihn reinwürgen können und so weiter. Und da sehen wir auch, wie Jesus hat auch mal sehr harte Worte an sie gehabt. Und dann sagen sie hier, das ist ihre Theorie, dieser treibt die Dämonen, das heißt, dieser Mensch, der stumm und blind war, war von Dämonen beeinflusst, okay? Und genau auf das Thema will ich heute raus, dass diese Pädophilie, hier haben wir es mit einem Dämon zu tun. Und ich erkläre euch dann noch weiter. Diese treibt die Dämonen nichts anders aus als durch Beelzebub, dem Obersten der Dämonen. Das heißt, sie sagen,
Er treibt die Dämonen durch Satan selbst aus quasi, nichts anders. Das heißt, sie haben quasi schon eigentlich die Kraft Gottes hier verleugnet, weil sie ihm unterstellt haben, dass er diese Dämonen, also diesen Dämon der Blindheit und der Stummheit, anders aus, also nicht ausgetrieben hat durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, sondern durch Satan. Und dann erklärt ihm Jesus, wie sinnlos diese Theorie quasi ist, denn wenn ein Königreich gegen sich selber kämpft, dann hat es ja keinen Bestand und so weiter. Und versucht da denen einfach zu erklären, dass diese Theorie einfach keinen Sinn ergibt. Ein wichtiger Punkt ist, hier sehen wir noch weiter, Lukas Kapitel 6, Vers 17 bis 19. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyros und Sidon, die gekommen waren. Und jetzt, warum sind sie gekommen? Um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren. Und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Gut, das heißt, hier sehen wir zum Beispiel eine interessante Arbeitsweise, die Jesus hatte. Und zwar, Jesus hat hier, er hat sie, also die wollten ihn hören, die wollten hören, was er gepredigt hat. Er hat ja die frohe Botschaft verkündigt, die auch wir verkündigen hier, wir Christen auf dieser Erde oder sollten, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Das heißt, sie hatten Krankheiten. Und hier heißt es, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Das heißt, Jesus hat also Leute geheilt, die wohl normale Krankheiten, also was heißt normale Krankheiten, einfach eine physische Ursache quasi war, und dann eben Krankheiten geheilt, wo eben dieser Geist die Ursache ist. Und genau damit haben wir es heute auch zu tun. Das heißt, das fehlende Bindeglied eigentlich, das spirituelle Wissen eben ist, was hier fehlt in der materiellen Wissenschaft, warum eben die Ursachenforschung da quasi nicht weiterkommt bei dem Thema Pädophilie, ist eben, dass wir haben es hier eben mit einem Dämon zu tun. Das heißt, wir haben es hier wirklich, der Dämon, diese Pädophilie ist die Ursache, und er erzeugt diese Neigungen und diese Dinge zum Beispiel in dem Körper. Und ich habe euch ja mal, ich habe euch, ich erzähle euch noch mal dieses Zeugnis. Da habe ich eben damals für einen, oder ich habe es euch nicht ganz erzählt, aber ich habe es angedeutet, glaube ich, vorher, eben, dass ich mal für jemanden beten durfte, und der wurde befreit. Und das war, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber das war ein junger Abiturient, ungefähr in den Anfang 20ern. Und da haben wir Befreiungsarbeit gemacht. Also, beziehungsweise der Heilige Geist halt in mir und ich, wir haben halt zusammen mit ihm Zeit verbracht, und dann durfte ich für ihn beten, und der Heilige Geist hat ihn freigesetzt. Und er hat viele, viele Probleme gehabt, und er hat auch einige andere unreine Geister in sich gehabt. Aber ich habe dann so gebetet mit ihm, und ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber so sinngemäß dürfte ich ungefähr gesagt haben: Ist denn sonst noch irgendetwas? Und dann hat er sich mir geöffnet, und ich bin mir sicher, das war die Liebe Gottes, das war der Heilige Geist, der zu ihm irgendwie den Impuls gegeben hat: Red mit David darüber, sag's ihm. Jedenfalls, wie es immer auch gewesen ist, der Gott weiß am besten. Ich will ja hier nicht was sagen, was unwahr ist. So einfach nur, was ich so denke, was sein könnte. Auf jeden Fall, er hat da mit mir geredet, und dann erzählt er Folgendes. Also, ich gebe es jetzt so weiter, wie ich es noch weiß. Er ist kürzlich, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, ob es kürzlich, auf jeden Fall ist er auf den Fußballplatz gegangen, und dann hat er Kinder gesehen. Ich kann auch nicht sagen, in welchem Alter die waren, aber dann haben diese pädophilen Gedanken quasi in seinem Kopf begonnen. Und soweit ich mich entsinnen kann, hat er auch sowas gesagt wie: Ich wusste, dass er nicht meine, oder so ähnlich. Auf jeden Fall, er wollte das nicht haben. Er ist also auf diesem Fußballplatz, und dann hat es einfach begonnen, in ihm zu rattern. Und wir haben dann auch gebetet, und dann musste dieser unreine Geist, oder wie wir auch sehen hier, ein Dämon, gehen. Ein Dämon ist quasi ein unsichtbares Wesen. Ja, gewöhnlich sind sie für das physische Auge jetzt nicht sichtbar. Ja, ich kenne Leute natürlich, die Dämonen sehen können. Ja, aber für die physischen Augen sind sie für gewöhnlich nicht sichtbar. Das heißt, wir haben es hier mit einer geistigen Ursache zu tun. Das ist wichtig zu verstehen. Dass, wenn wir materialistisch an die Sache nachgehen, und wir suchen jetzt zum Beispiel im Gehirn, suchen wir die Probleme, oder wir suchen die Probleme, wir suchen, wir schauen, ist die Ursache in der DNA, ist es im Gehirn, wo ist die Ursache? Da werden wir nicht weit kommen, weil die Ursache eine geistige ist, und wir reden hier von einer Person. So ein Dämon oder unreiner Geist ist eine Person. Und diese Person kehrt dann in einen Menschen ein, und dort treibt sie quasi ihr Unwesen.
Und das ist in dem Thema, wenn wir jetzt von einem Dämon der Pädophilie reden, ist es eben diese Pädophilie. Da hat Dämon, diese Dämon hat quasi diese Neigung und die lebt er dann durch den Körper aus, in dessen Mensch er sich befindet. Also in dem Körper des Menschen, in dem er sich befindet, möchte er sie gerne ausleben. Und viele sehen wir, unterdrücken diesen Geist in sich quasi. Aber der kann ausgebetet werden und dafür werde ich heute beten. Jetzt schauen wir uns noch mal einfach weiter an, was hier sagt. Hier sehen wir Lukas Kapitel 7, Vers 21. Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Das heißt, wir sehen hier, die gängige Heilmethode von Jesus war stets hier, Kranke zu heilen. Also er hat stets Kranke geheilt. Die Methoden waren auch eben, also nicht normale Kranken, also nicht nur physische Krankheiten quasi, sondern auch Leute, die von Geistern geplagt waren. Und wie wir es hier zum Beispiel an den Blinden und dem Stummen gesehen haben, kann dieser Geist in dir quasi diese physische Krankheit auslösen. Das heißt, im Falle einer Blindheit zum Beispiel, dass du blind bist, im Falle von Stummheit kann es sein, dass du einen Geist der Stummheit hast, oder im Falle von Pädophilie kann es ein Dämon sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen, die diese Zwangsneigung da haben, mit diese Zwangspädophilie, dass es ein Dämon ist. Ich kann es nicht beweisen im Moment, da müsste ich auch alle Menschen dazu kennen, aber ich bin der Überzeugung, dass es immer ein Dämon ist. Jedenfalls habe ich selber damit schon Erfahrung gemacht. Und das heißt, schauen wir noch weiter hier. Wir sehen hier also Jesus, der Wille Gottes ist auf jeden Fall Heilung. Wir sehen Heilung, Heilung, Heilung. Jesus heilt die Kranken und eben auch von bösen Geistern, weil es eben nicht immer nur physisch ist. Beispiel, man kann sich Beispiel einen Fuß verletzen jetzt, man kann hinfallen, da hat man eine Schnittwunde, dann würde Jesus wahrscheinlich nur die Hand auflegen und dann wird die Wunde geheilt. Aber manchmal ist es so, dass du eben einen bösen Geist aus dem Menschen austreiben tust, ja, eben durch Gebet. Und es dauert auch nicht lange und da werden wir dann drauf eingehen. Lesen wir noch, ja genau, bevor ich das euch vorlese, möchte ich euch jetzt erstmal zwei Dinge sagen. Wichtig ist jetzt, das Wichtigste, oder was heißt zwei Dinge sagen? Ich kann euch zwei Dinge heute anbieten. Einmal kann ich euch anbieten, dass ich euch jetzt erkläre, wie ihr zu Gott kommt, wie ihr heute die Vergebung von Gott empfangen könnt, wie ihr wirklich auch Befreiung erleben könnt von allen Wunden, wie wirklich Jesus in euer Leben kommen kann. Und wichtig ist zu verstehen, Gott möchte eine persönliche Beziehung. Das heißt, wenn Leute. Ich habe früher auch ähnlich gedacht, was den christlichen Glauben anging, dass da denkt man automatisch, wir sind so programmiert von auch den Medien und der Gesellschaft, dass du siehst ein Gebäude, du denkst wahrscheinlich, ah, wenn ich jetzt zu Gott komme, dann heißt es Sonntag in die Kirche gehen und das muss ich tun und das war's quasi. Oder vielleicht noch ein paar Dinge dazu. Aber das ist nicht Gott. Also das hat nichts mit dem Leben zu tun, was wir wirklich im Wort Gottes lesen, was wir in der Apostelgeschichte lesen und was Jesus wirklich selber in den Evangelien noch gelehrt hat. Das Leben Gott zu geben bedeutet, eine Beziehung mit ihm zu führen. Und ich kann euch wirklich nur Zeugnis abgeben. Ich habe Gott persönlich kennengelernt. Ich habe dort den Heiligen Geist Gottes empfangen. Es gibt quasi diesen Weg, das ist hier, falls ihr es nicht ganz lesen könnt, der Erlösungsprozess Gottes durch den Sohn Jesus Christus. Das heißt, es ist ein Gnadenweg und er besteht aus Buße, Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist. Und diesen Heiligen Geist habe ich damals empfangen und das hat mein Leben verändert. Ja? Und ich habe dort damals diese Liebe, die Liebe meines Lebens gespürt. Und wie ich euch heute schon erzählt habe, von dem Moment an konnte ich wirklich auch vergeben, diese Gewalttaten in meiner Kindheit und ich konnte wirklich loslassen. Und ich kann euch jeden, kann ich auf diese Erde einladen, sagen, wendet euch ab von all diesen Religionen, von all diesen Dingen und kommt wirklich nach Hause, kommt zur Wahrheit. Gott liebt euch und er vergibt euch eure Sünden. Wichtig ist zu verstehen, es gibt einen Prozess. Und was jetzt auch Beispiel, wenn jetzt du ein Mensch bist, ich möchte jetzt dich persönlich ansprechen, wenn du ein Mensch bist, der geplagt ist von dieser Pädophilie, ich kann dir anbieten, gib heute dein Leben Gott, bitte um Vergebung für diese Sünde, auch wenn du es vielleicht schon praktiziert hast. Nicht ich bin der Richter, Gott ist der Richter. Er kennt alle deine Gedanken, er weiß alles von uns. Und wichtig ist verstehen, es gibt eben diese Buße. Das heißt, wichtig ist, dass wir Buße tun. Ich schreibe es euch hier mal auf. Buße ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja. Die Buße ist quasi Schritt 1 heute, den wir auch machen bei der Befreiung. Und Buße ist, ich lese euch mal hier vor, damit ihr kurz ein Verständnis bekommt. Das originale Neue Testament ist im Griechischen geschrieben und ich habe hier das Neue Testament, eine Interlinear-Übersetzung, und zwar Griechisch-Deutsch. Und ich habe es für euch markiert. Und zwar hier seht ihr das griechische Wort, ja. Und dann unten drunter, das ist jetzt wahrscheinlich die so wortwörtliche Übersetzung, so wie ich das lesen kann. Und dort steht, denkt um.
Das heißt, das griechische Wort ist Metanoia und man kann es, es kann Beispiel, es bedeutet, man könnte es so zusammenfügen wie änder deine Einstellung, änder deine Gesinnung, denk um. Bis jetzt hast du wahrscheinlich es nicht so schlimm gefunden, die Pädophilie, vielleicht auch schon, okay? Wichtig ist, dass wenn du jetzt Buße tust, bevor ich für dich heute bete, möchte ich bitte dich einladen, dass du Buße tust, dass du einfach nur sagst: Jesus, ich bitte dich, Gott Vater, Gott Jesus, Gott Heiliger Geist, Gott, ich bitte dich um Vergebung dafür, ich bitte dich um Vergebung. Auch wenn du es schon getan hast, das musst du mit Gott ausmachen, nicht mit mir. Dann bitte um Vergebung für diese Tat, was immer du getan hast. Oder wenn es nur diese Gedanken waren, tu Buße dafür, dass du diese Gedanken gehabt hast. Oder vielleicht auch Kinderpornografie geschaut hast. Oder wie auch immer. Tu einfach Buße dafür, bitte um Vergebung und weise es ab. Sag, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ein Umdenken muss stattfinden. Das heißt, das ist der alte Weg der Sünde. Und jetzt denke ich um und sage, ich will nicht mehr, ich will diese Dinge nicht mehr haben. Ich gehe jetzt den neuen Weg. Ich gehe den Weg der Wahrheit. Das heißt, das ist Schritt 1. Wir können hier haben, ich schreibe hier Umkehr. Das heißt, man kehrt sich um und Denken ändern. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, dass man heute einfach erkennt, pass auf, Sünde, egal was die Gesellschaft dazu sagt, wichtig ist nur, was Gott sagt. Und es ist eine Sünde. Pädophilie ist eine Sünde. Pädophilie ist keine normale sexuelle Präferenz. Das heißt, wichtig zu verstehen, es ist nicht von Gott gewollt und man wendet sich ab von dieser Sünde und sagt, ich will sie nicht mehr. Gott, ich danke dir heute für dieses Video, ich danke dir für die Offenbarung, ich will das nicht mehr. Bitte setz mich heute frei. Du kannst heute freigesetzt werden. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist die Buße und dann natürlich noch, dass man sich im Wasser taufen lässt, eben für die Neugeburt gehört es auch dazu und die Taufe im Heiligen Geist. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Aber dazu, wenn du wirklich Interesse hast, kannst du dir Videos anschauen. Ich möchte dich jetzt in ein Gebet leiten. Wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, kannst du mitsprechen. Wenn nicht, dann warte einfach. Dann werde ich jetzt dann, ich werde jetzt dann noch beten. Ich werde ein Befreiungsgebet machen. Und du kannst auf jeden Fall, ob du dein Leben Jesus gibst oder nicht, er liebt dich sowieso und will dich sowieso heilen. Das ist wichtig zu verstehen, okay? Wichtig ist, und der erste Part jetzt ist eben die Seelenrettung. Denn es ist die eine Sache, von einer Sache befreit zu werden, aber es ist die andere Sache, seine Seele für die alle Ewigkeit gerettet zu haben. Denn unser Problem ist wirklich die Sünde und die Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn wir von dieser Erde verschwinden, ohne Jesus Christus angenommen zu haben, und dann vor Gott stehen, dann haben wir verloren. Weil dann steckt Gott uns in sein Gefängnis, das nennen wir heutzutage, ist bekannt als die Hölle. Und da weiß jeder ganz klar, dass jeder, der vor Gericht kommt, der kann dann nicht zum Beispiel sagen, ja, aber Richter, ich habe doch gute Taten in meinem Leben getan. Dann könnte der Richter sagen, das ist ja schön und gut für Sie, aber Sie sind nicht hier wegen Ihren guten Taten, sondern wegen Ihren schlechten. Und Jesus ist eben gekommen, um die Liebe Gottes zu verstehen. Gott weiß, er ist heilig und gerecht und er muss uns verurteilen und er muss auch die Pädophilie verurteilen, er muss auch diese Sünde, wenn diese, er muss auch diese Sünde verurteilen, aber er liebt uns so sehr, dass er uns davon schützen will, eben in sein Gefängnis zu kommen und er hat Folgendes getan, das heißt, Gott ist zu gleicher Zeit der Richter, der die Sünde richtet, egal ob es Mord ist, ob es Lüge ist, ob es Unzucht ist, ob es Vergewaltigung ist, was immer es auch für eine Sünde ist, keiner kommt vorbei an Gott. Keiner kommt vorbei als Gott, dem Richter. Die Frage ist nur die, hast du einen Anwalt oder nicht, wenn du vor Gott stehst? Und das, was Jesus Christus getan hat, Jesus Christus lehrt uns das Wort Gottes, ist unser Anwalt. Das heißt, Gott richtet zu gleicher Zeit, aber zu gleicher Zeit hat er so viel Liebe für uns, er hat bedingungslose Liebe, dass er uns retten möchte. Das heißt, auf einer Seite ist er der vollkommene Richter und er muss verurteilen. Jeder von uns wahrscheinlich, wir sind uns alle einig, dass wenn heute ein Mensch ermordet wird, wollen wir Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit, dass der Mörder eine gerechte Strafe bekommt. Wenn wir Menschen das schon wollen, ja, wie groß muss die Gerechtigkeit bei Gott sein, der sogar jede Lüge bestraft? Das heißt, Gott ist so gut, er ist so gut, dass er nie lügt. Nie lügt. Das heißt, wir müssen verstehen, wir haben ein großes Problem. Und ich rede hier nicht nur von Menschen, die sexuelle Präferenz der Pädophilie haben, sondern wirklich alle Menschen, die sündigen auf der Erde, ein Problem. Aber eben weil Gott auch Liebe ist, hat er Folgendes getan. Auf einer Seite muss er richten, zur gleichen Zeit stellt er sich aber daneben den Angeklagten und bezahlt für ihn. Das heißt, er macht dann quasi, es gibt einen Gerichtsspruch und zu gleicher Zeit bezahlt aber Gott noch diese Strafe.
Das ist das, was Jesus Christus getan hat. Er, Jesus Christus, wird diese ganze Erde richten, aber er ist hierher gekommen auf diese Erde, hat bezahlt mit seinem Tod. Er war unschuldig, er war ein unschuldiger, heiliger Mann und er selbst ist ja auch Gott, der Sohn Gottes und wurde bestraft für all die Dinge, die wir getan haben und unter anderem auch diese Pädophilie, damit wir jetzt frei werden können. Das heißt, durch das kostbare Blut von Jesus bekommen wir Erlösung. Das heißt, Gott ist nicht nur der Richter, sondern er liebt uns auch noch. Er ist wirklich der liebende Vater und hat bezahlt für uns. Mit dem Sohn Jesus Christus hat für uns voll bezahlt. Und hier lesen wir in Epheser Kapitel 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, lieber Bruder, liebe Schwester, wer immer du bist da draußen, lieber Mensch, ich rufe dich heute dazu auf, lass Religion sein, das brauchst du nicht. Was wir alle brauchen, ist die Liebe Gottes, ist eine gesunde Beziehung mit Gott, wir brauchen Frieden mit Gott und die Heilige Schrift Gottes lehrt uns, es gibt nur einen einzigen Weg, um diesen Frieden zu bekommen und zwar durch das Blut von Jesus Christus. Nur Jesus Christus, wenn wir ihn annehmen, bekommen wir dieses wunderbare Geschenk und zwar, dass wir wirklich aus Gnade errettet sind. Das heißt, manche haben zum Beispiel die Vorstellung, zu Gott zu bekommen, muss man lauter Dinge tun. Du kannst keine bestimmten guten Werke tun, die du dann Gott vorweist, das weiß ich heute auch, und dann sagen können, aber Gott, ich habe doch das und das und das getan, da habe ich dem geholfen, da habe ich dem geholfen. Ja, ich habe diese Sünden, aber ich habe doch das getan. Das hilft uns bei Gott genauso wenig wie vor einem normalen Gericht. Wenn ich vor ein normales Gericht gehe und ich habe irgendeine Straftat begangen, da hilft es nichts, wenn ich dann sage, aber ich habe letztens zwei Damen über der Straße drüber geholfen, die wären so nicht rübergekommen. Da sagt der Richter schön und gut, der Lichtenegger, aber sie sind hier, weil sie Menschen über die Straße bringen, sie sind hier, weil sie Menschen wehgetan haben. Zum Beispiel. Das heißt, das ist wichtig zu verstehen, dass wir nur Jesus kann uns hier rausholen und er liebt euch und er liebt wirklich jeden Einzelnen von uns. Und ich durfte seine Liebe erfahren und ich kann euch nur sagen, nehmt ihn an. Ich blende euch jetzt dann ein Übergabegebet ein. Das könnt ihr jetzt dann mitbeten, okay? Wenn ihr zum Beispiel bei der Teil, wenn ihr sagt, heute möchte ich mein Leben Jesus geben, dann ist es wichtig zu verstehen, nur dieses Gebet, damit ist es nicht getan. Wie ich euch erklärt habe, ist Buße bedeutet auch Umkehr. Umkehr, das heißt, ich kehre mich um von diesen Dingen und gebe mir jetzt Mühe, ein neues Leben zu leben. Weil wir haben viele Menschen heute auch, die sind Namenschristen, benehmen sich aber, sind aber sehr eigentlich heuchlerisch. Das heißt, sie sagen vielleicht, ich bin ein Christ, aber zu gleicher Zeit tun sie Dinge, die gar nicht gut sind. Das heißt nicht, dass alle Christen von einem Tag auf den anderen perfekt sein können, okay, in dem Sinne. Das ist ein Prozess, dieses Heilwerden und dieses Heiligleben und diese Attribute eben zu entfalten. Aber wichtig ist, es gibt Menschen, da sieht man, okay, die geben sich Mühe und dann gibt es Menschen, die wo wirklich von Montag bis Samstag quasi leben wie der Teufel und am Sonntag dann in die Kirche gehen. Das bedeutet nicht Christentum und das heißt, wichtig ist, wenn du heute das Gebet machst, mach jetzt Buße. Buße ist zwei Elemente. Das heißt, du tust die Vergebung bei Gott jetzt. Du bittest Gott um Vergebung für was du getan hast. Und welche immer du Menschen verletzt hast, Gott kann sie heilen. Nicht du. Das ist wichtig zu verstehen, dass wir können diese Menschen nicht heilen, nur Gott kann das. Dann lass dich im Wasser taufen und den Heiligen Geist kannst du heute empfangen. Heute, hier und jetzt kannst du ihn dann empfangen. Das heißt, gut, ich blende dir jetzt dann das Übergabegebet ein, doch davor möchte ich wirklich nochmal klar machen, was Jesus gesagt hat. Johannes Kapitel 6, Vers 37, Jesus spricht, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Never ever. Das heißt, egal wer heute an die Pforte des Himmels klopft, Jesus wird aufmachen und er wird euch nicht hinausstoßen. Das heißt, wenn egal wer von euch hätte, wenn ihr zu Jesus kommt, egal was du getan hast. Und ich sage dir, ich bin der Richter. Ich bin heute hier, um dich zu lieben. Ich finde, jeder Mensch ist kostbar auf dieser Erde und ich bin nicht der Richter und ich weiß selber, was ich für Sünden in meinem Leben getan habe. Und ich bin gewiss kein weißes Schaf in meinem Leben gewesen. In gewissem Sinne war ich sogar ab und zu mal eine schwarze Schafe in meiner Familie, könnte man sagen. Aber Gott hat mir vergeben. Und heute kann ich wirklich mit reinem Herzen wirklich sagen, ich liebe Gott und ich liebe auch die Menschen. Und ob ich dich kenne oder nicht, ich liebe dich. Und ich finde wirklich, du bist wundervoll. Und Gott hat mir viel gelernt über die Liebe und über die Menschen. Und ich kann dir nur sagen, nimm Jesus heute an. Egal, was du über ihn gehört hast. Er selber sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, er wird dich heute, wirst du Annahme erfahren. Und du kannst die Liebe Gottes erfahren. Du kannst wirklich heute Freiheit erfahren. Und Gott wascht dich auch frei von dieser Scham. Und wenn du auch ein Opfer bist von all diesen Dingen, von diesem Missbrauch, ich kann dir sagen, ich war selber ein Gewaltopfer. Ich habe viel Gewalt in meiner Kindheit erlebt. Und Gott hat mich gewaltopfert.
gewaschen. Gott hat mich reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Halleluja. Und ich kann heute wirklich ein Leben in Liebe leben und in Frieden. Und ich kann sogar all die Menschen, die mir das angetan haben, umarmen mit ganzer Liebe. Aber das ist so, solche Wandlungen kann nur Gott machen. Das heißt, ich blende euch jetzt gleich dieses Übergabegebet ein. Wenn ihr sprechen wollt, sprecht es. Wenn nicht, auch dann, wenn ihr euer Leben nicht Jesus geben wollt, trotzdem aber Heilung bedarf, ich werde auf jeden Fall für euch beten. Und egal, ob ihr es gesprochen habt oder nicht, ich kann euch nur empfehlen, nehmt dieses Gebet, das ich jetzt dann für euch spreche, an. Okay? Das heißt, ihr könnt jetzt dieses Übergabegebet sprechen, wenn ihr wollt. Okay, ich weiß jetzt nicht von euch, wer das gesprochen hat oder nicht, aber jetzt möchte ich euch eben die Heilung heute anbieten. Gott möchte sie quasi durch dieses Video anbieten. Und zwar, ich werde jetzt beten. Jetzt werde ich euch mal kurz noch zeigen. Einige von euch, ich selber mache das mittlerweile fast täglich oder zumindest wöchentlich, kann man sagen. Denn an manchen Tagen habe ich nun viel Arbeit für so Vorbereitung, für so ein Video. Aber ich bin regelmäßig im Befreiungsdienst und sehe viele, viele, viele Menschen geheilt von vielen, vielen Krankheiten, die auch manche vielleicht als unheilbar klassifiziert sind, sind es aber nicht, denn Gott kann alles heilen. Gott kann alle Krankheiten, die ein Mensch hat, heilen, will ich damit ausdrücken. Das heißt unter anderem, ich zeige euch jetzt einmal, welche Gefahr besteht, genau bevor ich euch den Zettel zeige. Ich habe euch schon erzählt heute von dieser Schwester, die wo immer erzählt hat, von den Langzeitfolgen, die entstehen können. Jetzt möchte ich euch noch erklären, dass wenn du beispielsweise wenn du ein Opfer warst von dieser Pädophilie, dann könnte passieren, wenn du ein Opfer warst oder selber betroffen bist, dass du sagst, du bist in der Rolle des Täters, dass du hast diese Neigung, dann könnten solche Dämonen in euch sein. Ich werde für diese Dämonen jetzt dann beten, damit sie aus euch ausfahren. Gut, ich lese euch hier vor. Es besteht die Gefahr der dämonischen Besetzungen von den Dämon der Pädophilie, der Pornografie, der Homosexualität, der Phantasmen, des sexuellen Missbrauchs, habe ich auch mal bei einer Dame ausgebetet, der Geist der Isabel, der Prostitution, Inzest, auch wenn es in der Familie passiert zum Beispiel, Vergewaltigung und aber noch andere Geister. Das heißt, eigentlich habe ich mit fast all diesen Geistern schon zu tun gehabt, nicht bei allen Menschen, also nicht bei jedem Einzelnen, der hat all diese Geister, aber es kann nun mal vorkommen einfach. Und jetzt möchte ich euch noch kurz was erklären, und zwar über die Einfallstür. Die neunte Frage war hier, wieso hat die Wissenschaft bis jetzt die Ursache noch nicht herausgefunden? Gehen wir das nochmal kurz ein. Weil sie eben materialistisch gesucht haben, ja, und eben die Lösung ist wirklich spirituell. Das habe ich euch heute aufgezeigt und ich hoffe, ihr konntet es wirklich auch verarbeiten. Gehen wir nochmal auf diese Sache ein, wie entsteht diese Neigung? Jetzt ist es so, ich zeichne euch das jetzt mal auf, okay? Wenn wir hier haben, wir malen jetzt mal einfach hier einen Mensch, okay? Jetzt ist die Frage natürlich, die sich einige von euch stellen, wie kann dieser Dämon, wenn wir jetzt mal, ich male jetzt mal einfach für diesen Dämon eine Pädophilie oder allgemein einen Dämon, ich male ihn jetzt einfach mal rot an und er muss jetzt ja nicht im Kopf sein, aber wir tun jetzt ihn einfach mal am Kopf einen roten Punkt malen, okay? Jetzt kann natürlich die Frage aufkommen, die der ein oder andere sich stellt, wie kommt dieser Dämon also überhaupt rein in den Menschen? Das heißt, diese Ursache auf dieser Welt, wieso haben sie überhaupt diese Pädophilie? Und es sind ja auch die katholische Kirche ist betroffen.
Das heißt, eigentlich, wenn man den Vortrag jetzt anschaut, könnte man meinen, aber die katholische Kirche, die haben doch auch dieses Problem. Ja, aber die katholische Kirche, die tut auch nicht, was Gott möchte in vielen Dingen. Das heißt, sie selber leben in Sünde und die machen sogar dämonischen Dienst. Das heißt, sie beten zu Maria, sie beten zu anderen Heiligen, sie tun Dinge, die vor Gott gar nicht gut sind. Das heißt, sie tun Dinge, die vor Gott nicht gut sind und dadurch öffnet man sich. Das heißt, dieser Dämon, ich kenne dich ja natürlich jetzt nicht persönlich, okay, aber ich erkläre dir, was meine Erfahrung ist und was ich einfach vom Wort Gottes weiß und was meine Erfahrung ist. Das heißt, pass auf, jeder Mensch, ja, wir alle haben gesündigt. Das Problem ist, wenn wir jetzt mal schauen, mal angenommen, das ist jetzt, stellen wir uns diesen blauen Rahmen vor, den ich hier gezeichnet habe, um diese Person. Das ist quasi wie ein Schutz, okay? Da kann jetzt im Moment kein Dämon rein, okay? Sobald wir aber sündigen, das kann jetzt sein, pass auf, ich zeige euch mal eine Liste. Das heißt, wir könnten jetzt sein, ein Einfallstor für diese Dämonen kann sein, Familienflüche. Das heißt, deine Familie, wir lesen in der Heiligen Schrift, die Familie kann sich beschäftigt haben, beispiel mit Freimaurerei, Okkultismus oder solchen Dingen, irgendwelche anderen Götter angebetet haben und dadurch kann die Familie verflucht sein. Und durch diese Flüche haben diese Dämonen wie ein legales Anrecht. Ja? Das ist quasi wie ein Vertrag, der geschlossen wird. Das heißt, das könnte zum Beispiel ein Punkt sein, wodurch sich diese blaue Mauer hier, ja, wenn wir hier, oder diesen blauen Kreis, ja, öffnet und wo diese Person dann einen Dämon in sich haben kann. Das heißt, es kann ein Familienfluch sein, ja. Es kann aber auch sein, dass diese Person in dem jetzigen Leben Türen geöffnet hat dafür. Im jetzigen Leben Türen geöffnet hat, ja. Und ich habe auf der Online-Bibelschule www.online-schule.com, also online-bibel-schule.com, habe ich eine Liste haben wir erstellt, okay? Auf dieser Liste, die heißt Einfallstore für Dämonen, wenn ich mich recht entsinne, so ist die Formulierung, Einfallstore für Dämonen, und da könnt ihr eine ganze Liste sehen. Das heißt, es kann Kindesmissbrauch sein, durch den Missbrauch, durch Traumata, sogar bei Unfällen, Autounfällen zum Beispiel, wenn Leute in einen Schock geraten oder Angst zum Beispiel, Angst, Schock, Angst, diese Dinge öffnen diesen Schluss quasi, und dann diese Personen, dann können diese Dämonen reinkommen. Das heißt, wenn du in deinem Leben vielleicht, wenn deine Familie sich irgendwelche Familienflüche sind, weil manche haben es vielleicht schon, wenn sie von klein auf haben, das heißt, solche Dinge können Türöffner sein. Allerdings haben wir auch natürlich auch die Sünde auf andere Art, und zwar selber, wenn du sündigst. Das heißt, ich habe zum Beispiel diesen jungen Mann getroffen, mit ihm gebetet, und zwar der, wo das Problem hatte, der 20-Jährige, in den Anfang 20ern ist er ja, und der hat eben das Problem gehabt, dass er hat ja diesen Geist in sich gehabt. Der ist kein Täter geworden, der hatte einfach diese Gedanken quasi, dieses Problem, diese sexuelle Präferenz quasi, aber auf jeden Fall, er hatte diesen Dämon in sich und er hat aber in anderen Teilen gesündigt. Das heißt, zum Beispiel Sex vor der Ehe ist eine Sünde, es gibt viele Dinge, die sind eine Sünde. Und wirklich, schaut euch da diese Einfallstore an. Und durch die Sünde öffnen wir uns für solche Geister. An einer anderen Stelle zum Beispiel sagt Jesus, nun sündige nicht mehr, damit es dir nicht schlimmer geht als davor quasi. So ungefähr ist der Wortlaut. Das heißt, jetzt bist du geheilt, halt dich jetzt fern von der Sünde, sonst öffnest du dem Feind, dem Satan und diesen Dämonen eben, diesen unreinen Geistern die Tür, und dann kommen sie und dann geht es dir wahrscheinlich schlimmer als davor. Also kannst du ja gehen. Jesus sagt ja, dann geht es dir schlimmer als davor. Das heißt, wichtig ist zu verstehen, dass wir, das können Einfallstore sein, ja. Wenn dieser Dämon natürlich jetzt in einem ist, okay, wenn wir hier wirklich diesen roten Punkt haben und der Dämon ist in dir. Bevor ich für euch bete, möchte ich euch einfach was erklären, okay. Wir haben jetzt also, dieser Dämon ist in dir, okay. Jetzt ist es wichtig, dass Buße getan wird. Das empfinde ich sehr wichtig. Das mag vielleicht nicht bei allen sein. Meine Erfahrung zeigt sich aber, dass wenn du dich selber löst von diesen Dämonen und wirklich Buße tust bei Gott, dann können wir sicher sein, dass der auch gleich rausgeht. Okay? Denn wichtig ist bei Gott auch Buße. Das heißt, gut, wichtig ist also für die Zukunft nun, wenn ich diese Dämonen jetzt ausbeten werde bei dir, sofern natürlich welche sind, in welchem Bereich auch immer, dann ist es wichtig, dass du die Türen verschließt. Am besten geht es natürlich, weil Jesus sagt Folgendes. Jesus erklärt uns, was die, er erklärt uns auch quasi, wir haben ja auch eine Lehre über die Dämonen, eine gewisse Lehre, eine biblische, und wir wissen, dass bei Dämonen verhält es sich so, dass wenn du einen ausbetest
und dann du leer bist quasi, ja, mal angenommen, ich bete heute diese Dämonen aus, dann sagt Jesus, wenn der eine ausfährt, dann durchwandert er dürre Orte auf dieser Erde und dann denkt er sich, ach komm, ich gehe wieder zurück in das Haus, aus dem ich ausgefahren bin, denn die sehen unseren Körper als Zuhause. Dann packt er sich sieben Schlimmere, sagt Jesus, und dann kommt er zurück und dann geht es dem Menschen schlimmer als davor. Das heißt, Ziel soll ja sein, dass wenn ich heute bete und der Heilige Geist in mir euch heute freisetzt davon, das heißt, wenn Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist euch freisetzt davon, soll ja Ziel sein, dass ihr zu seid für diese Dämonen. Das heißt, das Beste, was man natürlich tun kann, wenn man dann frei ist, man soll einfach Jesus annehmen, dass du wirklich dann auch gefüllt bist mit dem Heiligen Geist und du dich fernhaltest von der Sünde. Denn ohne Gott, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes in uns ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir sowieso so leben, wie Gott es möchte. Das heißt, ich hoffe, das konnte euch helfen. Wichtig ist also zu verstehen, wir bestehen aus Geist, Seele, Körper. Und dieser Dämon eben ist dann in dem Menschen und der kann ausgebetet werden. Und wenn der ausgebetet werden, wenn wir zum Beispiel sagen, wenn wir hier sagen, der Dämon beeinflusst quasi diesen Körper, wenn das Rot jetzt die Beeinflussung darstellt, ja, dann sehen wir, dass dieser Dämon beeinflusst den Körper. Und dann, jetzt kann ich es natürlich schlechter wegradieren, aber wenn dieser Dämon weg ist, ist quasi dieser innere Drang weg. Das kann auch bei Pornografien sein. Ich habe letztens erst dieses Jahr, ich habe auch dieses Jahr schon für einen Ehemann gebetet, der hatte ein Problem mit dieser Pornografie oder mit diesem Ding. Und da hat man auch gebetet und dann auch Befreiung erlebt. Das heißt, manche Menschen haben gewisse, das heißt nicht, dass alle dann einen Dämon in sich haben. Wir wollen ja diese Dinge, wir sollen immer, eine Schwester hat mal zu mir gesagt, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Das heißt, wir wollen nicht von einem Extrem ins andere Extrem, sondern eine gewisse Balance halten. Gut. Das heißt, wichtig ist euch zu wissen, diese Geister wollen wieder zurück, okay? Und der beste Schutz ist natürlich, indem ihr Jesus Christus annimmt, den Heiligen Geist in euch habt und dann wirklich mit Gott natürlich redet. Ihr redet mit Gott, Halleluja. Hey, ihr redet mit Gott, dem Allmächtigen, okay? Halleluja. Das heißt, wenn er in uns ist, dann eben, dass wir uns von der Sünde fernhalten und durch den Heiligen Geist ist es wirklich, ohne ihn geht es gar nicht. Also ohne ihn, so zu leben, wie Gott es möchte, geht gar nicht, ja? Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Also wichtig ist die Buße, dass ihr euch lossagt davon, dass ihr auch sagt, dass ihr auch wirklich ansprecht, dass jeder Dämon der Pädophilie, der in mir ist, alle anderen Dämonen, ich löse mich von euch, ich will euch nicht. Gut. Das sind also Einpunktspunkte. Sünde eigentlich im Prinzip Sünde, weil Familienflüche wurde auch wieder gesündigt oder wenn du in deinem jetzigen Leben Türen geöffnet hast, das heißt eben auch Sünde oder irgendwie welche Dinge geöffnet hast. Das muss nicht sein, dass du Beispiel Pädophilie, dass du den Akt der Pädophilie gemacht hast. Aber du kannst andere Türen öffnen und dann kommen einfach andere Geister mit. Denn Jesus selbst sagt ja, einer fährt aus und er nimmt sich sieben Schlimmere. Das heißt, der eine, der nimmt sich nicht die gleichen, sondern der nimmt sich sieben Schlimmere, als er selber ist. Das heißt, du magst vielleicht anfangen mit Sex vor der Ehe und dann schleicht sich einfach ein Dämon der Homosexualität mit rein. Das ist ja übrigens auch ein Dämon, wie ihr gesehen habt. Das ist auch eine unnatürliche sexuelle Präferenz. Ja? Das heißt, Gott hat wirklich Mann und Frau erschaffen und nicht Mann und Mann oder Frau und Frau, damit die hier ein Fleisch werden, sondern Mann und Frau sollen ein Fleisch werden. Gut, das heißt, wichtig ist jetzt, ich werde euch jetzt erklären, wie ihr es am besten macht. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr jetzt Gebet möchtet, wenn ihr diesen Segen, das Gebet empfangen möchtet, dann tut jetzt Folgendes. Begibt euch in einen Raum, wo ihr alleine seid, am besten kann ich empfehlen. Das heißt, wenn du das Video jetzt anschaust, im Zug oder wo auch immer, geh an einen ruhigen Ort, okay? Geh an einen ruhigen Ort, mach das Zimmer zu, wenn du das wirklich möchtest und du Befreiung erleben möchtest, dann werde ich jetzt für dich beten. Wenn du dich ganz, ganz unwohl fühlst, dann kannst du natürlich auch persönlich die Online-Bibelschule, du kannst die Online-Bibelschule anschreiben und wir können das Beispiel entweder persönlich oder vielleicht über Skype oder so machen, wenn du möchtest, dass es so passiert. Aber für gewöhnlich passieren folgende Manifestationen, werde ich dir jetzt erläutern. Einmal, es kann sein, dass wenn ich schon anfange, dass ich bete, kann es sein, dass du stark manifestierst. Das heißt, du merkst, dass da ist eine Person in dir und auf einmal manifestiert dein Körper. Das wird dein Weltbild wahrscheinlich heute aus dem Wanken bringen. Zumindest, wo ich das erste Mal gesehen habe. Es hat mein Weltbild erweitert. Ist es aber nicht meistens. Also meistens ist es nicht eine sehr starke Manifestation. Das ist nicht die Norm. Also das ist nicht das, was ich sehe. Wir sehen es zwar sehr oft im Wort Gottes, aber doch, wenn man doch für so viele Menschen betet, dann stellt man fest, es ist nicht die Hauptmanifestation. Dann kann es sein,
dass du vielleicht husten musst oder Schleim kommt raus oder du willst so eine Art, du willst dich übergeben. Das kann passieren oder du hustest einfach oder du gähnst. Das kann eine Befreiung davon sein. Oder aber es gibt Menschen, da merkst du vielleicht, da ist die Manifestation oder was heißt Menschen, da ist es einfach nicht stark. Das kann einfach sein, dass du merkst, Beispiel, ich habe jetzt Schmerzen und auf einmal sind die Schmerzen weg. Du hast nicht was Außergewöhnliches gemerkt, dass du jetzt gemerkt hast, wow, das war eine starke Manifestation. Das heißt, diese drei Punkte sind mir bekannt. Eine starke Manifestation, eine etwas leichtere in Form von Husten oder Schleim kommt raus oder Übergeben. Oder die dritte Art, dass es wirklich eine ganz leichte Befreiung ist, dass es wirklich auf einmal ist es quasi wie weg. Ich wurde selbst mal, also ich durfte selbst mal den Segen empfangen und wurde befreit von eben so einem Dämon, und zwar einem Dämon der negativen Gedanken. Ich hatte auch viel Depression in meinem Leben. Und da hat sich es bei mir damals angefühlt, wie wenn einfach so ein Energiehauch ganz leicht so, ganz leicht war er weg. Also keine starke Manifestation. Aber das ist wirklich, habe ich gesehen, bei Personen wirklich nicht bei jedem gleich. Das ist wichtig zu beachten, okay? Wichtig ist also zu beachten, was dir jetzt auf dich zukommt. Das heißt, am besten kann ich dir empfehlen, hock dich auf den Stuhl. Mach's dir einfach auf dem Stuhl bequem und Gott wird sich jetzt dann einfach, Gott ist bei dir. Wir werden einfach beten und Gott ist dann bei dir. Das ist alles easy. Der nächste Punkt ist, kipp ein Fenster. Versiegel dieses, mach einfach die Türen hier zu in dem Raum, in dem du bist und dann kipp ein Fenster, okay? Denn du willst diese Geister nicht in deiner Wohnung oder in deinem Haus, sondern du willst, dass die rausgehen, okay? Da, wo sie hingehören, nicht in dir, da gehören sie nicht hin, okay? Da möchte Gott nicht, dass wir voll sind. Gott möchte nicht voll, dass wir sind mit diesen Dämonen. Wir öffnen uns selber durch unser Verhalten für diese Ebene und haben ein legales Anrecht, okay? Das heißt, gut, das ist wichtig. Also, geh in einen Raum, du weißt, was jetzt passieren kann, was passieren könnte, ist aber nicht. Das heißt auf jeden Fall, das sind so die Dinge, da wollen wir jetzt kein Gesetz draus machen, aber das sind so die Dinge, die mir in meiner Erfahrung aufgefallen sind. Und die Bibel lehrt uns auch, also das Wort Gottes lehrt uns halt, dass Jesus, wenn er gebetet hat, war eine starke Manifestation, die haben geschieden und dann waren sie weg. Gut, das heißt, das ist so viel zu dem Punkt, dann eben machen Fenster auf. Und wichtig, was ich dir empfehlen kann, danach wirklich beschäftige dich jetzt mit dem Wort Gottes, lese die Bibel, fange am besten mit dem Neuen Testament an und es gibt noch ein Video, wie du dich wirklich, es gibt, schau einfach die Online-Bibelschule Videos an und da wirst du wirklich merken, ich werde noch was, wahrscheinlich werde ich noch unten was einblenden, schau einfach mal in die Kommentarbox, lese die Kommentarbox auch durch, die wird wahrscheinlich diesmal länger und da werde ich wahrscheinlich noch was erklären. Gut, jetzt, wenn du Befreiung haben möchtest, dann bete mir einfach nach, okay? Bete mir einfach nach. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Gebet schon gemacht hast oder nicht, aber bete mir einfach nach und zwar sag: Heiliger Vater im Himmel, heiliger Jesus im Himmel und heiliger Geist im Himmel. Heiliger Gott, ich komme jetzt vor dein Gnadenthron und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für all die Sünden, die ich begangen habe. All die Sünden, die mir bewusst sind, all die Sünden, die mir nicht bewusst sind. Und jetzt mach bitte kurz Augen zu und sag: Gott, ich bitte dich, zeig mir jetzt auf Sünden, die ich zu bekennen habe. Und jetzt so lass die Augen zu und Gott wird dir jetzt Bilder zeigen, eventuell, oder Gedanken, Personen werden vielleicht auftauchen. Ich weiß nicht, ob du schon Pädophilie ausgelebt hast, was immer du getan hast. Tu jetzt Buße dafür vor Gott. Bitte um Vergebung. Kannst dann auch Pause machen hier. Und dann, wenn du fertig bist, sag, wenn du fertig alles aufgezählt hast, sag: Ich bitte um Vergebung für all diese Sünden, Gott, und ich bitte dich, dass du mich jetzt mit Jesus, seinem kostbaren Blut, reinwascht, von Kopf bis Fuß. Und ich löse mich jetzt, und jetzt sprich mir nach, ich löse mich jetzt von allen Dämonen der Pädophilie, von allen Dämonen der Pornografie, von allen Dämonen der Homosexualität, von allen Dämonen der Phantasmen, von allen Dämonen des sexuellen Missbrauchs, von allen Dämonen des Geistes der Isabel. Also von jedem Geist Isabel, von allen Dämonen der Prostitution, des Inzests und der Vergewaltigung und allen anderen Dämonen, die in mir sind. Satan und alle Dämonen, ich löse mich jetzt hiermit von euch. Ich möchte euch nicht und ich befehle euch, aus meinem Körper im Namen von Jesus jetzt auszufahren und nie wieder zu kommen. Sprecht es jetzt. Löse dich bewusst davon, dass du ihnen bewusst sagst: Ich will euch nicht. Denn vielleicht haben sie dem einen oder anderen schon eingeredet, es ist ein Teil von euch, es gehört zu euch. Nein, es ist kein Teil von dir und er gehört nicht zu dir, okay? Es ist ein unreiner Geist und der wird jetzt ausgebetet, denn du hast ein glückliches Leben verdient, okay? Das heißt, beziehungsweise, was heißt verdient? Verdient haben wir nach unserem Verhalten wirklich die Hölle, aber Gott möchte für jeden ein gutes Leben, okay? Gott liebt uns und er möchte ein gutes Leben für uns. Das heißt wirklich, Gott möchte dir Frieden schenken, okay? Und jetzt löst dich von denen und sag ihnen ab. Und jetzt entspann dich und ich bete für dich, okay?
Check nochmal, ob das Fenster gekippt ist, und ich bete jetzt für dich, okay? Gut. Gott, Vater im Himmel, ich danke dir erstmal für dieses mächtige Video, Vater, und ich danke für all die Wahrheit, die heute hier, die ich hier sprechen durfte, und für all die Dinge, die ich sagen durfte, Vater, auch all die Erkenntnisse, die ich beibringen durfte, meine Mitmenschen. Und ich bitte dich, dass du dieses Video wirklich zu einem Segen für die ganze Menschheit machst, Vater. Und ich möchte jetzt wirklich bitten, Vater, in deinem Namen, Jesus, in deinem wundervollen Namen und durch die Kraft von dir, Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, Gott, dass du die Person, die jetzt frei werden möchte, oder auch Personen, ich weiß nicht, ob es mehrere sind, Vater, du weißt am besten, wer jetzt bereit ist dafür, dass du sie jetzt, ich bitte, dass du ihnen jetzt Kampf- und Schutzengel aufstellst, stell ihnen einen übernatürlichen Schutz auf in diesem Zimmer und versiegel alles bis auf dieses Fenster, dass diese Dämonen aus diesem Fenster raus müssen. Ich danke dir, Gott, Vater, danke, Heiliger Geist. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr ihnen Frieden schenkt und dass ihr sie jetzt, ich bitte dich, Gott, unterstütze sie jetzt dabei, dass wenn es eine starke Manifestation ist, dass er wirklich, dass dieser Dämon, dass sie einfach damit umgehen können. Unterstütze bitte, Vater und Jesus und Heiliger Geist, ich danke euch. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, nimm Raum an diesem Zimmer, wo immer diese Person noch ist, nimm jetzt Raum ein und ich lade jetzt den Frieden und die Liebe Gottes in diesen Raum ein, wenn diese Person es möchte. Ich bitte dich, Heiliger Geist, füll diesen ganzen Raum, ich danke dir. Und ich bitte dich, Gott, Vater und dich, Gott, Jesus und dich, Gott, Heiliger Geist, setz diese Menschen jetzt frei in deinem wundervollen Namen, im Namen Jesus Christus, Jesus. Amen. Durch dich, Heiligen Geist, Heiliger Geist, bitte berühre die Person jetzt und ich werde jetzt für dich beten, wer immer noch bist. Entspann dich einfach und atme auf. Deine Aufgabe ist, was ich manchmal zu den Leuten sage, ich frage, was ist die Funktionsweise eines Schwammes? Die Funktionsweise eines Schwammes ist, er saugt auf. Deine Aufgabe ist jetzt, wie ein Schwamm zu sein, nicht zu beten, denn die meisten Dämonen gehen aus dem Mund raus. Atme einfach aus und sei wie ein Schwamm und saug dieses Gebet, diese Liebe, alles, was Gott für dich jetzt hat, einfach auf. Entspann dich, okay? Gut. Im Namen Jesus Christus breche ich jetzt alle dunklen Kräfte, alle satanischen und dämonischen Kräfte, die jetzt über diese Person sind, breche ich jetzt in Jesu Namen. Und ich bitte dich, durchflute diese ganze Person ins Heilige Geist, in ich danke dir und setze sie frei und gib ihr den Frieden Gottes, spreche ich jetzt in das Leben dieser Person. Und alle Flüche und Verwünschungen, alle Hexerei, alle Zauberei, allen Voodoo und allen Satanismus und alle anderen dämonischen Kräfte oder auch alle Freimaurerei, alles was gemacht wurde gegen diese Person in ihrem ganzen Leben, bin ich jetzt im Himmel und auf Erden und ich breche diese Dinge komplett im Namen Jesu Christi über diese Person in Jesus' Name. Und ich befehle jetzt, im Namen Jesus übernehme ich Autorität über alle euch Dämonen und ich befehle, dass jeder Dämon der Pädophilie ausfährt jetzt in Jesu Namen. Alle Dämonen der Pädophilie, ich befehle euch sofort auszufahren im Namen Jesus. Jeder Dämon der Pädophilie, ich befehle dir auszufahren im Namen Jesus und nie wieder zurückzukommen. Raus mit dir in Jesu Namen. Du hast kein Anrecht auf diese Person hat Buße getan, nehme ich an, und raus mit dir im Namen Jesu Christi, raus damit. Alle Geister der Pädophilie, raus in Jesus' Name. Ganz raus in Jesu mächtigen Namen. Jeder Geist der Pädophilie, der jetzt noch in dieser Person ist, ich befehle dir, auszufahren und nie wieder zu kommen. Verlass dieses Gebäude, in dem diese Person sich befindet. Raus mit dir in Jesu Namen, in Jesus' Name, ganz raus. Alle Geister der Pädophilie, raus mit euch in Jesu Namen, in Jesus' Name, kommt nie wieder. Ganz raus im Namen Jesus, in the name of Jesus, raus mit euch, ganz raus. Und was immer auch gerade passiert, einfach ausatmen, einfach ausatmen. Jeder Geist der Pädophilie, raus mit euch im Namen Jesu Christi, ganz raus in Jesus' Name, raus mit euch und kommt nie wieder. In Jesus' Name, raus mit euch. Jeder Geist der Pädophilie, der noch da ist, raus sofort im Namen Jesus. Und alle Geister auch der Pornografie, der da ist. Alle Geister der Pornografie, alle Geister, die Kinderpornografie hier ihm das Verlangen geben oder ihr, raus mit euch in Jesu Namen. Jeder Geist der Pornografie, ich befehle euch auszufahren aus diesen Personen. In Jesus' mighty name, in the name of Jesus. Raus mit euch. Ganz raus im Namen Jesus, ganz raus. Alle Dämonen der Pornografie und jeder Geist der Pädophilie, der noch da ist, raus mit euch, verschwindet aus diesem Zimmer, raus aus diesem Gebäude, aus diesem Fenster, raus mit euch. Ganz raus, diese Person im Namen Jesus, raus mit euch in Jesu Namen, ganz raus. Alle Geister der Pornografie, raus mit euch in Jesu Namen. Und jeder Geist der Homosexualität, auch dir gebiete ich, sofort auszufahren aus dieser Person im Namen Jesus, raus mit dir. Alle Geister der Homosexualität, ich befehle euch auszufahren in Jesu Namen, in Jesus' Name, raus mit euch, ganz raus. Alle Geister der Homosexualität, verlasst diese Person sofort in Jesu Namen und kommt mir wieder zurück. Raus mit euch, ganz raus. Danke, Heiliger Geist, danke, durchflute sie jetzt. Danke, Jesus, danke, Vater, danke, Vater, danke, Jesus, danke, Heiliger Geist. In Jesus' Name. Auch alle Geister des sexuellen Missbrauchs befehle ich auszubeten. In Jesus' Name. Jeder Geist des sexuellen Missbrauchs,
sofort raus aus diesem Menschen im Namen Jesu Christi. In Jesus Name. Und schenk diesen Menschen, die diese Gewalt oder diese Dinge erlebt haben, Vater, jetzt mit deiner Liebe. Führe sie jetzt auf mit deiner Liebe, Vater, mit deinem Frieden. Ich bitte dich, Vater, und dich, Jesus und dich, Heiliger Geist, überschütte sie, Gott, überschüttet sie mit eurer Liebe. Ich danke euch mit eurem Frieden. Jeder Geist des sexuellen Missbrauchs, raus mit euch. Ich löse dich komplett von dieser Person raus im Namen Jesu Christi. Raus im Namen Jesu. Du hast sie lang genug gequält. Raus mit dir. Alle Geister des sexuellen Missbrauchs raus. Ganz raus im Namen Jesu. In Jesus' Name raus mit dir. Und komm nie wieder zurück. Ich warne dich in Jesu Namen. Raus mit dir. Ich befehle dir, nie wieder zurückzukommen. Alle Geister, die ich jetzt ausgebildet habe, alle unreinen Geister, ihr kommt nie wieder zurück in Jesu Namen. Raus. Jeder Geist des sexuellen Missbrauchs, jeder Geist der Manipulation, raus im Namen Jesu Christi. Jeder Geist der Manipulation, ich befehle euch auszufahren aus dieser Person. In Jesus' Name raus mit euch. Ganz raus in Jesu Namen. Alle Geister der Manipulation raus. Und Isabel, auch dir befehle ich auszufahren. Geister Isabel, raus mit dir in Jesu Namen. In Jesus Name, ganz raus, komplett raus mit dir. Jeder Geist der Isabel und alle Dämonen, die du mitgeschleppt hast, Isabel, ich befehle euch allen, sofort auszufahren in Jesu Namen. Raus mit euch im Namen Jesus, ganz raus. Isabel, raus mit dir und alle Dämonen, die mitgekommen sind, eventuell mit ihr, raus mit euch im Namen Jesus, wo immer du bist, raus mit dir, ganz raus. Und verschwinde von diesem Gebäude und komm nie wieder zurück zu dieser Person in Jesu Namen. Raus sofort in Jesu Namen. In Jesus' Name. Und alle Geister der Prostitution raus. Jeder Dämon der Prostitution, ich befehle euch auszufahren, ich löse euch komplett von dieser Person. Raus mit euch im Namen Jesus Christus von Nazareth, dem Heiligen Sohn Gottes. Raus mit euch im Namen Jesus. Jeder Geist, sofort raus jetzt mit euch im Namen Jesu Christi, raus mit euch. Alle Geister der Prostitution, ich befehle euch auszufahren in Jesu Namen und nie wieder zu kommen. Raus mit euch. Halleluja. Und jeder Geist des Inzest raus. Alle Geister des Inzest jetzt sofort raus im Namen Jesu Christi. In Jesus' Name, I command you to leave him or her right now in the name of Jesus. Right now. Raus mit euch im Namen Jesus. Ganz raus. Alle Inzest-Geister löse ich jetzt komplett von dieser Person und ich befehle euch auszufahren in Jesu Namen. Raus mit euch und zwar sofort. Und jeder Geist der Vergewaltigung befehle ich auszufahren. Jeder Geist der Vergewaltigung, ich befehle dir auszufahren in Jesu Namen und nie wieder zu kommen. Raus mit den Jesus Namen, ganz raus. Alle Geister der Vergewaltigung, sofort raus aus dieser Person im Namen Jesu Christi und komm nie wieder zurück. Ganz raus in Jesu Namen, in Jesus Name. Auch alle Geister der sexuellen Unreinheit und der Unzucht, ich löse euch komplett von dieser Person und ich befehle euch auszufahren in Jesu Namen. Raus mit euch in Jesu Namen. Ganz raus in Jesu Namen. Ganz raus, ganz raus, ganz raus, ganz raus, ganz raus, ganz raus im Namen Jesus. Und verlasst dieses Gebäude sofort im Namen Jesu Christi aus diesem Fenster oder diese Tür, was immer auch geöffnet wurde. Raus mit euch in Jesu Namen. Ganz raus in Jesu Namen. In Jesus' mighty name. Raus mit euch. In Jesus' name. Halleluja. Raus mit euch. Und auch alle Geister des Trauma befehle ich auszufahren. Alles Trauma, jeder Geist des sexuellen Trauma, das entstanden ist, alles sexuelle Trauma, alles Gewaltopfertrauma, alles Trauma, das entstanden ist, raus in Jesu Namen. Jeder Geist des Trauma, ich befehle euch sofort auszufahren im Namen Jesus. Keine Diskussion, raus mit euch. Ich breche allen Widerstand in Jesus' Name und ich löse euch komplett von diesen Personen an Seele und Körper. Raus mit euch in Jesu Namen, ganz raus. Raus mit euch in Jesu Namen. Wo immer ihr seid, raus mit euch im Namen Jesus, ganz raus. Alles Trauma raus im Namen Jesus Christus. Jeder Geist, auch der irgendwie dieses Opfergefühl erzeugt, raus mit dir in Jesu Namen. In Jesus' Name, raus mit dir, ganz raus. Raus mit euch allen in Jesu Namen und kommt nie wieder. Ganz raus in Jesu Namen, in Jesus' Name. In the name of Jesus, raus mit euch. Ihr habt kein Anrecht hier. Ich proklamiere das Blut Christi jetzt komplett über diese Person, wer immer es auch ist. Schütte dein Blut jetzt über diese Person, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. 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 Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, füll diese Person auf von Kopf bis Fuß, überall, wo Vakuum entstanden ist. Ich setze jetzt den Frieden und die Liebe Gottes entfalte ich und spreche ich jetzt über diese Person. Füll sie auf mit deiner Friede, Heiliger Geist, mit deiner Friede und mit deiner Liebe. Füll sie auf von Kopf bis Fuß, Heiliger Geist. Zeig ihnen einfach, dass sie angenommen sind, dass sie, wenn sie jetzt Jesus angenommen, dass sie einfach angenommen sind dadurch, dass sie kostbar sind und dass ihnen vergeben ist. Füll sie jetzt auf, Heiliger Geist, ich danke dir dafür. Halleluja, Heiliger Geist, zeig mir, wenn noch ein anderer Dämon ist, für den ich beten kann, ich danke dir. Auch Gewalt, Halleluja, danke, genau, jeder Geist der Gewalt befehle ich sofort auszufahren im Namen Jesus, alle Geister des Missbrauchs und der Gewalt, ich löse euch komplett von diesen Personen und ich befehle euch sofort auszufahren im Namen Jesus, raus mit euch in Jesu Namen. Jeder Geist der Gewalt und des Missbrauchs, ich übernehme Autorität über euch und ich befehle euch sofort auszufahren und diese Person zu verlassen, raus mit euch in Jesu Namen, in Jesus Name raus mit euch. Alle Geister der Gewalt oder die irgendwie dort eingekommen sind durch diese ganze Gewalt, die stattgefunden hat, eventuell bei dieser Person, raus mit euch in Jesu Namen und kommt nicht wieder in Jesus Name.
Ganz raus mit euch, sofort raus mit euch in Jesu Namen. Und verlasst dieses Gebäude, wo immer diese Person sich befindet, und kommt nicht wieder zurück zu ihr in Jesu Namen. In Jesus' Name. Halleluja. Halleluja. Füll diese Person jetzt auf, Heiliger Geist, überall, wo jetzt Vakuum eventuell entstanden ist. Füll sie auf mit deiner Liebe und mit deinem Frieden von Kopf bis Fuß. Schenk ihnen Frieden in dem Herz jetzt. Ich danke dir, Frieden für das Herz spreche jetzt aus. Und Heilung für diese Seele, was immer sie erlebt hat. Heilung, was immer sie erlebt hat, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Gut, ich glaube, das war's jetzt, liebe Geschwister und alle Menschen, die das geschaut haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon ganz frei seid oder was jetzt bei euch passiert ist. Manchmal ist es so, ich habe wirklich für Menschen gebetet, die haben 50, 60 dieser Dämonen in sich. Das heißt, das kann vielleicht nur sein, dass ihr wirklich nochmal Gebete gebraucht. Ja, Gebete sind nie verkehrt. Das heißt, bitte, ihr könnt euch gerne melden bei der Online-Bibelschule. Wenn ich nicht gleich antworte, ist es halt viel los. Wundert euch nicht, aber wirklich, ihr seid nicht abgelehnt. Ihr bekommt Hilfe. Okay, Gott liebt euch und er will euch helfen. Und er tut es auch durch dieses Video. Ich weiß nicht, was bei euch passiert ist. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Gebet jetzt angenommen habt, dann sprecht mir einfach kurz nach. Gott Vater im Himmel, Gott Jesus im Himmel und Gott Heiliger Geist im Himmel und eventuell vielleicht in dir, falls du Jesus angenommen hast. Ich danke dir jetzt, ich danke dir Gott für die Heilung, die ich jetzt erfahren habe. Ich danke euch dafür und ich bitte euch jetzt, dass ihr mich füllt mit eurer Liebe, mit eurem Frieden noch und ich möchte euch einfach besser kennenlernen und ich danke euch dafür. Für alles, was ihr getan habt, in Jesu Namen, Amen. Bete das natürlich nur, wenn du möchtest, ja. Es soll aus deinem Herzen kommen, ja. Und ja, Halleluja. Ich möchte jetzt einfach, ja, danke Vater, danke ist dunkel Geist, ja. Halleluja. Ja, ich möchte jetzt nochmal kurz, wenn du möchtest, kannst du jetzt nochmal dieses Gebet sprechen. Bedank dich einfach bei Gott, was immer auch passiert ist, wenn du das Gebet jetzt angenommen hast, dann kannst du mir einfach nachbeten, aber hör dir das Gebet jetzt an, bevor du sprichst. Soll aus deinem Herzen kommen dann. Wenn du sagst, David, die Worte gefallen mir nicht oder so, mach es aus deinem Herzen. Gott Vater im Himmel, Gott Jesus im Himmel, Gott Heiliger Geist im Himmel, ich danke euch einfach, dass ihr da seid und dass ihr mir heute geholfen habt. Und ich bitte euch, dass ihr euch noch mehr offenbart bei mir, dass ich euch noch mehr kennenlerne, dass ich ganze Befreiung erlebe an Seele, Leib und auch, dass mein Geist erneuert wird. Ich bitte dich, dass du mich jetzt einfach leitest, Gott, in meinem Leben und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Das kannst du einfach jetzt beten, wenn du möchtest. Du musst es nicht, es ist keine Pflicht. Jesus gibt uns den freien Willen, er und Gott zwingt uns nicht. Das heißt, ich hoffe, da konnte heute Befreiung stattfinden und ich weiß, ich durfte schon für so viele Menschen beten. Und es kann sein, dass du vielleicht noch nicht ganz frei wärst. Manchmal ist es so, dass jetzt, wo diese Dämonen Beispiel, wo bewusst gegen diese Dämonen angegangen wird, machen die sich erst bemerkbar. Das heißt, vielleicht merkst du jetzt erst, dass sich in dir etwas tut oder getan hat, wo dir gar nicht so bewusst war. Ja? Und wichtig ist jetzt, dass du wirklich, also ich kann dir wirklich, ich hoffe, du hast wirklich Jesus heute angenommen und dass du wirklich deine Seele gerettet hast, dann weiß ich auch, dass du den Heiligen Geist bekommen, dann kannst du auch den Heiligen Geist bekommen, sagen wir so, ich weiß, dass du dann auf jeden Fall den Heiligen Geist wahrscheinlich schon hast, ja, wenn du dafür gebetet hast und Gott ist ja treu natürlich, wenn wir Buße tun und wirklich das tun, was er möchte, dann können wir auch seine Versprechen natürlich sicher sein, dass auch die in unserem Leben manifestiert werden, wenn wir natürlich ihm folgen und natürlich das tun, was er möchte. Also halt einfach zum Beispiel Buße tun. Ja. Wenn wir Buße tun, dann können wir auch natürlich den Heiligen Geist bekommen. Halleluja dafür, wenn wir Jesus annehmen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was genau passiert ist bei dir da draußen. Auf jeden Fall, du kannst dich gerne melden. Ich hoffe, das konnte für jeden wirklich offen sein. Bei manchen kann es wirklich sein, ihr braucht noch Nachgebete, vielleicht noch Seelsorge, dass wirklich jemand da ist, dass ihr was, wenn da ist, was ihr noch verarbeiten möchtet oder irgendwie, wenn aber noch was ist, was ihr halt einfach aussprechen möchtet. Ich kann euch wirklich nur sagen, ruft zu Jesus, was immer auch ist. Wenn einer noch eine ganz wichtige Info, wenn ihr merkt, dass irgendwo noch ein Geist zurückkommen will oder so, dann benutzt den Namen von Jesus und ihr werdet sehen, wie mächtig dieser Name ist. Wenn ihr merkt, dass auch irgendwas in eurer Wohnung ist, so sagt, im Namen Jesus, alle Dämonen raus im Namen Jesus. Satan, alle Dämonen, sofort raus mit euch im Namen Jesus. Ihr könnt in diesem Namen beten. Wichtig ist allerdings, dass ihr euch jetzt fernhaltet von Sünde. Bitte schaut euch dazu einfach noch Videos von der Online-Bibelschule an. Und ich hoffe, ich konnte heute wirklich Licht sein für diese Welt und euch heute wirklich Wahrheit weitergeben und Erkenntnis, die ich gehabt habe. Und es ist ein sehr
spezielles Thema. Es ist ein emotionales Thema für sehr, sehr viele Menschen natürlich auf dieser Erde, wahrscheinlich für alle auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass es halt hier betrifft wirklich, wenn ich bedenke, dass wo ich diese Doku geschaut habe, dass diese 13-Jährige schon wahrscheinlich diesen Dämon in sich hat. Ich bin mir sicher, das ist ein Dämon, der schon mit 13 Jahren diesen in sich hat. Und dann ist das Leben so, du bist so jung und schon geht dein Leben irgendwie, du weißt gar nicht, in welche Richtung es geht. So. Nur du hast selber noch keinen festen Plan, auf einmal wird dein Leben voll durcheinander geworfen. Ich kann euch nur sagen, die Bibel lehrt uns, dieses Universum befindet sich in einem spirituellen Krieg, beziehungsweise betrifft natürlich auch die Materie dann, wir befinden uns in einem Krieg, kurz gesagt, dieses Universum. Und Jesus ist der Sieger, Halleluja, das lesen wir im Wort Gottes schon, und es dauert nicht mehr lang, bis er wiederkommt. Auf jeden Fall kann ich jedem nur sagen, wenn noch irgendwie was anderes ist, schreibt die Online-Bibelschule gerne an, oder vielleicht findet ihr eine Gemeinde in eurer Gegend, die wo auch Dämonen ausbeten und mit dem Heiligen Geist dort, dass der Heilige Geist dort ist, dann biete ich euch das an, dann macht es das. Was ich euch wirklich empfehlen kann, ist, betet einfach: Jesus, ich bitte dich, dass du mich in deinem Namen, im Namen Jesus Christus, leitest in dieser Angelegenheit und schenk mir komplette Befreiung. Ich danke dir dafür. Amen. Und dann könnt ihr beispielsweise Impulse bekommen, wo ihr merkt, ah, das und das und das soll ich tun. Lasst euch einfach leiten, schaut noch ein paar Videos an von einer Bibelschule, dann bekommt ihr so ein ganzes Bild. In diesem Sinne, ich weiß jetzt nicht, wie es euch allen geht. Auf jeden Fall, ich liebe euch, ich sende euch Liebe von hier. Doch vergisst nicht, Gott liebt euch mehr. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute in eurem Leben, was immer ihr auch erlebt habt. Und wie gesagt, ich habe selber viel Gewalt in meinem Leben erlebt und so viel, dass ich schon also wirklich Hass hatte und also wirklich übel Hass, so wirklich schon. Also es war einfach schlimm. Und heute kann ich sagen, ich bin frei davon. Preist den Herrn, preist den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist natürlich. Wir haben ja einen Gott, der aus drei Personen besteht. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Ich bete es nochmal für euch, Gott Vater. Ich bitte dich, dass du jeden Menschen, egal ob der dieses Video gut findet oder schlecht findet, egal was seine Meinung dazu ist, segne ihn einfach, Vater. Segne ihn in deiner Weisheit und in deinem Willen. All diese Menschen jetzt, all diese Familien. Heiliger Geist, berühre die Familien. Zeig diese Menschen, bitte offenbar ihnen. Ich bitte dich, Vater und dich, Jesus und dich, Heiliger Geist, offenbar denen, dass du, Jesus, der Weg, das Leben und die Wahrheit bist. Heiliger Geist, du führst uns zur Buße. Und ich bete dafür, dass du, Heiliger Geist, dass du diese Menschen einfach berührst und dass du sie leitest und dass du, wenn dort Leid passiert ist, dass sie dort wirklich Liebe und Frieden erfahren. Und ja, ich bete einfach für euch alle Menschen auf dieser ganzen Erde, jeder, der das Video schaut. Das Schöne ist, dass egal wer das Video schaut, ich weiß, du bist kostbar einfach. Du bist kostbar. In Augen Gottes bist du sehr kostbar. Und er hat deine Seele, dein ewiges Leben, also das Leben, das er mit dir verbringen möchte. Er hat nicht mit Silber oder mit Gold bezahlt, sondern er hat mit dem Kostbarsten bezahlt in diesem Universum, mit dem Blut Gottes, mit dem Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ja. Also das Kostbarste, was Gott geben konnte, war sich selbst für uns. Und nimm das Angebot an. Halleluja. Das heißt, der Heilige Geist ist jetzt bei uns und er leitet uns dann und wirklich erfüllt uns in die ganze Wahrheit. Das heißt, ich wünsche euch alles, alles Gute. Gott segne euch mächtig im Namen von Jesus Christus. Und Amen.